Herzlich willkommen, liebe Freunde gepflegter Retro-Klassiker, Strategie und Simon-Unterhaltung zu einem Let's Play der besonderen Art. Es geht um ein Klassiker der Moderne. Ein Spiel, das immer aktuell ist, nicht nur, weil im Titelbild zwei große Atompilze zu sehen sind. Komm, ich zeig's euch mal. Es geht natürlich um ein Spiel, das ihr alle kennt. Command & Conquer, der Klassiker in der Remastered-Version. Oder ist es? Nee, es ist, glaube ich, Remastered. Auf jeden Fall sieht es neu aus, es sieht schöner aus. Und um euch direkt reinzuholen, starte ich als erstes, wo ist es denn? Ganz oben, erstmal die Installation, so wie sie damals da. So, wie sie damals auf unserem Rechner aussah, wenn wir das Spiel installiert haben, dann lief das parallel so ein bisschen als Überbrückung eigentlich, mehr oder weniger, in der man eben geführt von der wunderschönen und meiner ersten akustischen, rein akustischen Liebe, Eva, bekam man erklärt, was es zu tun gibt, was es einzustellen gibt und da hat sich dran zu halten. Das ist natürlich totaler Quatsch. Was wir hier sehen, ist aktuell natürlich nur einfach Spaß, der von einem Fan zusammengebaut wurde. Welcher weiß ich nicht, steht aber in den Extras nochmal als Dankeschön. Ist auf jeden Fall cool, dass das Leute machen. Oh nein, Pödel kackt mir mitten auf. Oh Mann, er kackt mir wirklich dicke. Guckt euch einfach mal an. Er kackt mir einfach eine dicke Wurst. Und da ist die Wurst. Da kackte er sie mir in die Wurst. Er kackte sie mitten in die Wohnung. Ach, ist das furchtbar. Und währenddessen läuft hier das Intro. Ich muss mich hier gerade mal drum kümmern. Oh, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott. Das ist ja furchtbar. Mit diesen letzten Bildern. Ach, Pödel. Ich bin eben noch vor dem Dreh mit dir raus. Naja, vielleicht hätte ich ein bisschen mehr länger aufpassen müssen. So, mit diesen letzten Bildern. Sie sind wunderschön, ne? Ach nein, das darf man nicht. Ach mein Gott, ich riech schon. Oh, mit diesen letzten Bildern machen wir kurz Pause. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Oh. Und da sind wir wieder. Alles sauber, alles einigermaßen klinisch rein. Riecht ein bisschen nach Deo. Weiß auch nicht warum. Jetzt spielen wir aber endlich. Jetzt gehen wir direkt ins Spiel. Achtung, keine weitere Zeit verlieren. So. Denn wir haben lange genug drauf gewartet. Endlich gibt es die neue Version, eine neueste, remasteredste und vor allen Dingen auch von den Videosequenzen, die ja einen großen Teil von Command & Conquer ausmachen, neben den Pixelmännchen, von denen wir gleich auch ein bisschen was Neues sehen werden. Diese Videos, die gibt es jetzt in einer neuen Qualität und die sind richtig geil und deswegen gönne ich die euch mal. Volle Gönnung startet jetzt, viel Spaß. The Grain Trade Center in Vienna was the 17th urban bombing in 4 weeks, blamed on Nod terrorists. The Security Commission remains in closed session tonight following Nod terrorist actions in Slovenia. At least your mother tipped well. Harsh, unforgiving wilderness. New Tiberium harvesting methods instituted by the Brotherhood of Nod increase profitability by 49%. Nod Tiberium holdings now account for almost half of the world's known supply, giving the quasi-terrorist group incredible leverage in the London Gold Exchange. On the domestic side, cover of Tiberium ignored reporters at Hong Kong's Second World Tiberium Economic Impact Summit. Mobius is expected to refute charges from the scientific community that Tiberium might be dangerous. Only ma alone al asfar. As the GDI forces take off in another Nod assault, the free world holds its breath. This is Greg Burdett, WWN, somewhere in the Mediterranean. Matrix.
Und hier kann man, und ihr seht schon eben, die ganze Qualität ist deutlich verbessert worden. Das haben sie echt nochmal alles schön, sag ich mal, schön mit fetten Texturen versehen. Manchmal haben sie auch die Originalbilder gelassen, weil sie scheinbar keine höher aufgelöste Version hatten. Das sieht dann besonders lustig aus, da könnt ihr euch drauf freuen. Aber jetzt suchen wir erstmal aus, mit wem wir kämpfen. Natürlich wählen wir den Skorpionstachel. Kane, den einzig wahren Führer, geleitet von Aliens. Mit einer Glatze wie Gregor. Als wäre er ein griechischer Gott, ist er hinabgestiegen. In den Untergrund. Denn von da aus kämpft er mit seinen Kollegen. Für was eigentlich? Für eine Befreiung der Welt. Und für eine Maximalisierung des Tiberiums oder so. Ich weiß es nicht mehr. Gucken wir mal. So, you're the new addition to the Brotherhood. Well, I'm Seth. Just Seth. From God to Cain to Seth. I am his right hand, and I have a task for you. This is Nakumba, and he is causing the Brotherhood much grief. His views do not coincide with ours, and that makes him dangerous. Silence him. Und damit geht es ab in die erste Mission. Ich habe mich auch am Anfang gewundert, das ist nämlich nicht auf Deutsch und ich kenne es jetzt auch nur auf Deutsch. Deswegen bin ich mir nicht ganz sicher, ob und wo man das überhaupt umstellen kann. Ich könnte mir vorstellen, dass es geht, dass man dann allerdings noch schnell... Ja, den mache ich noch alle. Ich kann mir vorstellen, dass es geht, dass man dann aber noch schnell im EA Origin Menü vielleicht umstellen muss. Weil ich habe hier, ich gucke auch gleich nochmal, ich habe nichts gefunden, zumindest nicht für die Sprachausgabe. Ja, insofern kleine Entschuldigung für alle, die es gerne auf Deutsch gehabt hätten, aus nostalgischen Gründen. Ich werde es nochmal gleich probieren, aber vorher machen wir schnell diese Mission hier. Ich habe sie jetzt, ich kriege es gerade auch schnell, also wundert euch nicht, was die Geschwindigkeit angeht, dass das hier alles mega abgeht. Liegt daran, dass ich die Spielgeschwindigkeit voll aufgedreht habe, dass wir hier ein bisschen durchkommen, weil wir anfangen. Gerade die ersten Missionen sind wirklich keine große Herausforderung. Es ist mehr oder weniger einfach nur Run and Gun, einfach ein bisschen die Einheiten kennenlernen, die Steuerung und in diesem Fall dieses neue Feature, was richtig geil ist, erinnert mich sehr an die... Also komm, mach die alle. Erinnert mich sehr an Monkey Island 2 Special Edition, nämlich das Hin- und Her-Zappen zwischen der, ja, sag ich mal, in keinster Weise wirklich beeindruckenden, aber doch zweckdienlichen, ich nenne sie mal HD-Auflösung, so, und der klassischen, pixeligen, vieles der Interpretation überlassenden Retro-Version. Ich muss zugeben, dass ich auch immer wieder mal umgeschaltet habe, aber also, die beste Perspektive ist ohnehin einfach voll aufgezogen, sodass man ein Maximum sieht von allem. Ja, man kann umschalten, also gerade für den Hintergrundfilm, Untergrund sollte man eher sagen, das ist natürlich schon besser. So, jetzt kommen die ganzen Leute dran, es tut mir auch leid, aber warum seht ihr auch alle gleich aus? Bei euch weiß man doch nicht, wer der Gesuchte ist. Dann haben die auch noch so Namen. Wie heißt du? Eric? Nee. Das lassen wir mal nicht zu. Und auch schön, dass wirklich, so, selbst hier im Brunnen wohnt manchmal noch einer. Hat sich da im Brunnen versteckt. Wird trotzdem erledigt. Ich muss es machen, denn ich bin natürlich, ich spiele die Bösen. Die Bösen. Dem ist ein Menschenleben nicht genug geopfert. Man muss mehr opfern. Ich muss ja eigentlich nur einen erwischen. Deswegen lösche ich jetzt seine ganze verdammte Familie und seine Nachbarn und selbst den Hund und den Postboten, den er gar nicht leiden konnte, lösche ich alle aus. So muss das sein, so will es Kane. Oder zumindest Fett, der Dude, der mir die ersten Azubi-Mission kommentiert und dann irgendwann verschwindet, weil dann kommt Kane und dirigiert uns von alleine, von selbst. Und dann ist das Spiel erst richtig angenehm. Dann ist man angekommen, finde ich, hier in Command & Conquer. Das Geile in Command & Conquer ist ja auch die Musik, ne? Einfach dieses, die ganze Zeit Rockmusik, Gitarren, los, los, Action, Action. Dann gibt's auch diese Techno, diesen Techno-Style noch drin. Das sind jetzt übrigens Remixes, die wir hören von damals. Das sind jetzt nicht die Originaltracks. Und das wurde auch aufgehübscht. Das haben sie einfach alles komplett neu gebaut. Das ist so eine, die Illusion einer interaktiven Story-Map, in der man sich manchmal zwischen zwei Missionen entscheiden kann. Ich habe letztes Mal, als ich das gespielt habe, vor ein paar Stunden, habe ich oben genommen. Jetzt nehme ich mal unten Ägypten. Und vielleicht, gleich danach schalte ich mal um auf Deutsch, wenn es geht. Back so soon.
Let's see how you do with something important. For too many years, GDI forces have maintained a stranglehold on Egypt. It's fallen upon us to liberate these citizens crying out for a better way of life. Kane wants to establish a base here to eliminate the smothering presence of GDI. It's too risky to move our heavy forces in, so we want you to sneak in with a few expendable troops and set up a forward attack post. By the way, there's more than enough Tiberium for you to harvest. That should easily pay your expenses. Good, good. If you are detected, you fail. If you fail, you die. Ja, da kann man sich den Zwischenschritt doch eigentlich sparen mit dem Failen und einfach direkt sterben. Das ist so geil, oder? Wie schön scheiße das aufgelöst ist. Das guckt man sich einfach gerne an, oder? Das ist doch toll. Da hatten sie nicht mal mehr die Originaldateien in ausreichender Qualität. Und was ich wirklich EA hoch anrechne, ist, dass sie das trotzdem draufgepackt haben und nicht einfach so verschämt unter den Teppich gekehrt haben. Weil das gehört alles mit dazu, auch die Sachen, die halt hässlich aussehen. Das muss so sein. Da kommen noch ein paar Sachen. Holla, die Waldfee, die habe ich hübscher in Erinnerung. So, natürlich bauen wir als erstes eine Raffinerie, dann eine Hand oder zwei Hände von Nott und dann direkt die nächste Raffinerie. Aber die Frage ist, ob wir überhaupt notwendigerweise so weit kommen müssen oder ob wir nicht mit ein bisschen weniger Leuten auch schon zum Ende kommen. Denn hier ist ja schon die Basis. Jetzt mal ganz schnell das Baugebäude angreifen. Das könnte gut ausgehen. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob die KI nicht... Ach, ich bin gerade ein bisschen verteidigt. Oh, ob die KI nicht einfach Geld automatisch bekommt oder ob sie wirklich auch hier ihre Ressourcen nutzen muss. Ich nehme an, es ist ein bisschen gecheatet. Aber es sieht doch eigentlich ganz gut aus. So, ich baue eine zweite Raffinerie. Mal gucken. Ich habe übrigens die, nur für euch zur Info, ich habe die Steuerung umgestellt auf klassische oder eher moderne Echtzeitstrategie-Steuerung, denn im Original Command Conquer war es noch ein bisschen anders. Da musste man mit links noch bestätigen, was ja einfach heute irgendwie gar nicht mehr so gemacht wird und deswegen lenkt es ein bisschen ab. Oh shit, das war ein Fehler. Das war ein richtiger Fehler. Jetzt muss ich ganz schnell Minigunner rauskacken. Das sollte aber klappen. Ich habe versucht, den Sammler der Feinde zu erledigen. Das hätte eigentlich auch geklappt, aber ich war irgendwie ein bisschen abgelenkt und habe nicht aufgepasst, wo die hinballern. Jetzt müsste ich ihn aber kriegen. Nee, dich will ich nicht. Jawohl. Und jetzt können die eigentlich gar nichts mehr machen. Die Basis ist im Arsch. Jetzt kann er nur noch mit ein paar gescripteten Angriffen kann er mir irgendwie Ärger machen. Da kommen sie auch, man sieht ja immer von unten, von oben, irgendwo kommen sie immer raus. Ne? Du sollst, ach shit. Eben haben sie noch geprahlt, wie viel Tiberium hier ist. Und jetzt ist es schon wieder fast weg. Das ist Command & Conquer. In a nutshell. Man kann natürlich auch rudimentär Gruppen bauen. Ich kann dem jetzt auch Shift 1, Alt, Steuerung 1, genau. So, habe ich sie alle auf 1. Wichtig wäre auch noch, finde ich wirklich, die Sammler auf die 2 legen. Und dann kann man eben hier angreifen. Ich kann aber auch die Sammler immer wieder zurückschicken, sollte wichtig sein. Was ja durchaus häufiger mal nötig ist. So, jetzt mache ich die Raffinerie noch kaputt und dann ist eigentlich, also ich muss eh alles zerstören, aber danach ist eh vorbei. Jetzt noch die vollen Silos. Schön, das Ganze gleich weg. Yeah, da rockt Kane mit der E-Gitarre. Richtig geil. Da macht es auch richtig Bock, gemein zu sein, böse zu sein. Building. On hold.
Komm jetzt, die letzten. Und ich könnte jetzt auch mit ihm hier. Ah, hat sich erledigt. Ich könnte jetzt mit ihm auch über die Söldner drüber fahren. So, jetzt guckt euch das an. Ist das nicht geil? Was für aufwendige, geile Rendergrafik. Das sieht ja aus wie echt. Aha. Ich erkenne alles. Das ist eindeutig Infrarot. Infralila. Jetzt ist es Infraschimmer. Irgendwas wird hier gezeigt. Ernsthaft, das war das Video, Leute. Das war die coole Action. Das hatten die noch im Papierkorb von ihrem Maya-Render-Programm. Das hatte ich da noch, von einem anderen Projekt. So, weiter geht's. Es ist schon ein geiles Spiel. Es macht halt sofort wieder Bock. So, gib mir Kane. Gib mir endlich Kane, Junge. Was soll der Zippel mit dem Bart hier? Den will ich doch nicht. So, wir machen das. Kane is going to be pleased to hear how skillfully you've handled yourself. And a word from me to Kane goes a long way in the Brotherhood. Das sagt er so. These walls imprison many friends and members of the Brotherhood. Free them regardless of cost. Was? Overwhelm das, the prison. Was soll das sein? Was ist das? So. Viel Spaß. Mad Max. Da kommen also die ganzen Ideen her. Das ist so scheiße, oh Gott. Wir haben nur Geld für 2 oder 3 Motorräder. Yes, sir. Moving out. Unit affirmative. Cannot deploy here. Yes, acknowledged. Affirmative. Bau es. Construction option. Unit report. Our base is under attack. Yes, sir. Building. Construction complete. Yes, sir. Affirmative. New construction. So, wo ist das Prison Camp? Wenn ihr euch interessiert für Command Conquer 1 und 2, übrigens sind beide Teile hier in dieser Version mit drin, dann könnt ihr auch gerne mal, würde ich euch sehr empfehlen, könnt ihr gerne mal unser Speedrun Dale Special zu Command Conquer angucken. Building. Das ist richtig gut. Kann ich euch sehr empfehlen. Da werden auch ein paar Tricks gezeigt, die wahrscheinlich auch hier wieder funktionieren, die ich jetzt aber nicht benutze, weil sonst wäre das eigentlich cheaten. Oh, ist das eine tolle Map. Guck mal, wie viel Tiberium. Geil. Muss ich hier nur noch die Jungs hier erwischen? Repairing. Unit lost. So. Ein bisschen Power und dann fange ich an, Einheiten auszurotzen. Repairing. Construction complete. So, eine noch. Was man auf jeden Fall nicht will, ist in einer kritischen Lage plötzlich keine Energie mehr haben. Building. Unit lost. Construction complete. Unit lost. New construction options. Unit lost. Unit lost. Building. Unit ready. Construction complete. Yes. Building. Unit yes. ready. Yes. Ach, die sind Unit ja. Tanz ist manchmal schwer zu sehen, wer zu wem gehört. Also Unit natürlich die mit dem weißen Rahmen, ne? Aber es ist tatsächlich grau gegen braun. Unit so, jetzt lost. Muss man langsam verstärken können. Building. Unit lost. So, das muss jetzt reichen. 3 von denen muss auf jeden Fall reichen, dadurch werden die schon sehr schnell gebaut. Und vielleicht baue ich noch eine dritte Raffinerie. Und jetzt muss ich mich mal langsam sputen. Okay. Erstmal alle zusammenziehen unten, das ist glaube ich wichtig. Die sind alle zu verteilt. Kohle, es muss Kohle kommen. Holt mal ein bisschen Kohle, Leute. So, irgendwo hier ist ein Prison Camp, das muss ich capturen. Unit ready. Yes, affirmative. Building. Yes, right away, sir. Our base is under attack. Oh Mann, gerade jetzt, ne? Ist wieder so Unit klar. Unit lost. Unit ready. Good. Building. Unit lost.
Unit lost. Ready and wait. Unit lost. Ready and wait. Unit lost. Insufficient. Oh, das war eine gute Granate. Das war eine sehr gute Granate von ihm. Verdammt nochmal. So. Ach shit. Glaubst du, ich hätte ihn gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen. Nein, nein, du darfst nicht schaffen. On hold. Oh, schnell. Building. Ja, mit der Kohle. On hold. Jetzt Cancel. Aber, jetzt. Oh. Repairing. Ja, das kostet richtig Asche, ne? Da oben sieht man die Kohle weggehen. Ja, gut, dann machen wir es halt Building. Anders. Unit ready. Ich mache jetzt Building. Ratio 2 zu 1, 2 Minigunner ready. Zu einem Rocket Soldier. Building. Das müsste eigentlich ganz gut funktionieren. So, Unit ich brauche trotzdem ready. Erst nochmal Reparatur-Action. Unit ready. Our base is under attack. Unit ready. Das ist ein bisschen nervig, dass das immer Repairing. Wieder neu gemacht werden muss. Building. Weil das nicht quasi dabei bleibt. So, jetzt gucken wir mal. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter hier ready. In den Zoo. So viel ist ja Building. Nicht. Unit ready. Affirmative. Building. Affirmative. You've got it. Unit ready. Right away, sir. You've got it. Affirmative. Wie kann ich nochmal... Right away, sir. Ja, so. You've got it. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Unit lost. Los, komm, mach die alle. Ein paar haben das nicht überleben. Nur ein paar. Lost. Ein paar. Shit. Das wird nicht hinhauen. Das war klar, scheiße. Unit lost. On hold. Cancel. Building. Unit ich brauche auf jeden ready. Fall mehr Minigunner. Unit wir lost. Haben viel Granaten und ich brauche nicht so viele Anti-Tank-Waffen gerade. Ready. Our base is under attack. Building. Insufficient funds. Das dauert so lange, weil es immer wieder abhakt. Okay. Right away, sir. Was will denn hier der Zivilist eigentlich? Unit ready. Building. Unit ready. Waiting. Building. Moving out. Unit ready. Ready and wait. Moving out. Building. Repairing. Yes. Affirmative. Reporting. Moving out. Komm, wir machen mal auf Pixel. Immer wieder geil, ab und zu. Ich muss sagen, der Remix gefällt mir sehr gut. Unit ready. Einfach alles nochmal ein bisschen Building. Satter, ein bisschen saftiger Unit aufgenommen. Ready. Building. Ein bisschen right away, elektronischer. Unit ready. Right away, sir. Building. So, das machen wir jetzt platt. Dann Unit haben wir es eigentlich geschafft. Right away, Unit lost. Insufficient funds. Komm! Unit oh. lost. Guckt euch das an. Es wäre so gut gelaufen. Naja, läuft auch so. Our base is under attack. Repairing. Ey, ihr wollt ballern. Building. Kann das sein, dass ihr nicht ballert? Repairing. Repairing. Also, jetzt warte ich einmal, bis die alle yes, repariert sind, ne? Unit report. Yes, sir. Ich glaube, die Mission oben kommt gar nicht mehr, weil ich das Gebäude längst vernichtet habe. Das heißt, jetzt muss ich einfach nur noch alle töten. Das reicht am Ende immer. So, das Ding hier. Geht von hier aus gar nicht, oder? Oder doch? Ja, jawohl. Jetzt kann mich keiner mehr hindern. Unit ready. Building. Insufficient funds. So, da kommen auch nochmal zwei raus. Unit ready. Doch nicht. Building. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Unit ready. Ah. Ups, okay. Ich darf es wahrscheinlich nicht zerstören. Building. On hold. Cancel.
building. Waiting order, you got it. Ready and waiting out. Coming out. So, ihr könnt mal. Ach, da ist ja gar nichts mehr, ne? Nirgendwo ist noch was. Dann bleibt ihr mal hier. Jetzt komm, mach mal den einen Engineer. Das gibt's ja nicht. Der Kollege hier, alle warten auf dich. Mein Gott. Dann mache ich währenddessen hier mal das Bild ein wenig. Stell ich mal um. Oh, warte mal, vielleicht hier. Ah, ich kann's kaum sehen. Nee, ich kann's doch nicht umstellen. So, vielleicht mach ich's so. Unit ready. Nee, auch nicht. Ah ja, egal, komm. Habe ich jetzt eigentlich die Kohle? Da ist er. Der macht es jetzt ganz alleine, geht er hin. Haha, mein Plan funktioniert. Am Ende gewinnt immer der Mann mit dem Werkzeugkoffer. Es gibt immer einen Gordon Freeman, mit dem keiner gerechnet hat. Mission accomplished. Das ist doch mal was. Ja, es macht richtig Spaß. Also ich kann nur sagen, es ist ein sehr schönes Remaster, weil diese ganzen kleinen extra Zeichnungen, die sind ein bisschen unpersönlich, die haben nicht so viel Charakter, das gebe ich auch zu, aber die sind als Gesamtes schon, die funktionieren schon, die sind schon okay, wirklich. Es ist nicht so seelenlos, wie es hätte sein können. Und es läuft, ist flüssig, es hat alles, was man eigentlich will. Also ich kann mich echt nicht beschweren. So, nehmen wir hier, was ist hier der Unterschied? Chat. Natürlich kann ich denn nicht den Chat nehmen. Population 5283. Das könnte ungefähr jetzt hinhauen bei uns gerade. Aber hier sind es doch 5 Millionen. Oh Gott, 5 Millionen Chats. Die ich alle gegenseitig die Frauen wegnehmen. Okay, so. GDI is evacuating the village of Oham Hajir. Nod command directive. Destroy village and terminate GDI rescue operations. Search and destroy residual GDI presence. Und direkt drunter steht Peace. Das ist so schlecht. Das ist so furchtbar schlecht. Da wollte keiner was mit zu tun haben. Wir müssen Zivilisten erledigen und kriegen nur die Computerstimme. Das ist doch sicher kein Zufall. Da wollte einfach keiner Verantwortung übernehmen. Das wird anders, wenn ich hier erstmal Chef bin. So, das ist immer dreckig. So ein Granatenheini kann oft richtigen Schaden anrichten. Ich hätte eigentlich abhauen müssen. Ich hätte in eine andere Richtung gehen müssen. Jetzt habe ich nicht mehr so viele Leute und muss das Ganze alle Dörfer vernichten. Ich hoffe, dass sie im Dorf jetzt eher pazifistisch eingestellt sind und vielleicht keine Waffen haben. Denn sonst könnte das für mich richtig anstrengend werden. Ah, das machen wir erstmal platt. Da kommen erstmal alle. Und dann mit meinem kleinen Extra-Kommando. Scheiße, der ist voll drüber gefahren. Oh shit, alles kacke. Ich hab schon verloren. Das gibt's ja nicht. Okay, ich habe ja auch einen Fehler gemacht, ne? Ich habe nämlich versucht, ich habe irgendwie die falsche Mission, die Mission falsch angegangen. Ich hätte ja eigentlich alle Zivilisten killen müssen. Andererseits sind hier doch auch Zivilisten. Die kriege ich doch nie aus der GDI-Basis raus. Na, mal gucken. Gleich mal gucken. Vielleicht kriege ich jetzt auch gleich ein Baufahrzeug oder so. Moving out, permanent. Moving out, acknowledge. Moving out, permanent. Das ist so assi, ey. Yes. Yes. Moving out. Yes. Permanent. Permanent. Yes. Ah,
Acknowledge. Moving up. Acknowledge. Moving up. Wahrscheinlich gibt's hier tatsächlich keine Basis für mich. Da hätte ich einfach smarter sein müssen. Da hilft dann die Geschwindigkeit auch nicht. Die hohe. Ja, das war dumm. Ja, das machen wir einfach nochmal neu. Aber vorher stelle ich mal um auf Deutsch. Das muss doch eigentlich gehen. Audio. I'm a mechanical man. Das ist auf jeden Fall einer der Klassiker. Komm, wir machen mal den. So, ja, ärgerlich. Voice Subtitles. Es gibt leider keine deutschen Subtitles. Okay, ich habe nochmal geschaut. Gibt's leider nicht. Nö. Okay, machen wir nochmal neu. Von dem Granaten-Heini. Ja, und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nach links und machen erstmal das Dorf klein. Mal gucken, was dann passiert. Ah, schaut ihr, die wollten nämlich alle abhauen. Das nicht mit mir. Nicht mit Captain Gnadenlos. Ihr seid alle dran. Es tut mir auch leid, aber der Chef will es so. Was der Chef will, soll er kriegen. Der bezahlt mich schließlich. Ihr bezahlt mich nicht. Unit lost. Ach, das ist ja Fall. Scheiße. Immer dieses Überfahren. Das gibt's doch nicht. Jetzt muss ich die wirklich alle kaputt machen. Das ganze schöne Dorf einäschern. Naja, aber die Holzhütten hier sind jetzt auch nicht gerade das Allergeilste. Muss man jetzt auch mal sagen, das ist ja nicht mal Holz, das ist Lehm. Lehm und Spucke. Ja, ich muss zugeben, diese Mission machen. Es tut mir leid, Kirch. Diese Mission machen mir am meisten Bock, am wenigsten Bock, weil man eben keine Basis bauen kann, weil man einfach nur seine Einheiten. Ein bisschen à la Try and Error über die Map schiebt und halt guckt, wo der ist, oder beim zweiten, dritten Durchlauf schafft man es dann, weil man weiß, worauf man achten muss. Die sind nie so richtig geil, weil man eben nicht bauen kann. Das weiß jeder. Und trotzdem machen sie es immer wieder. In jedem Strategiespiel. Und selten sind derartige Missionen wirklich gelungen. Also, auch bei Starcraft. Man kann sagen, das ist okay, aber. Das sind nicht die Missionen, weswegen man es spielt. So, das ist übrigens ein Riesenfehler. Diese eine Explosion sorgt halt dafür, dass alle viel weniger Energie haben. Das will ich in Zukunft nicht. Ich kann es aber auch nicht ändern, weil die Einheiten einfach nicht smart genug sind. So, genug getötet. Zeit für eine Pause. Okay, bevor wir uns jetzt hier eine Mission aussuchen, aus dem reichhaltigen Angebot afrikanischer Scharmützel, oder kann ich sogar, nee, ich habe sogar nur eins, also wir können uns nur mit einem rumschlagen, und zwar mit Mauritania. Mauritania kriegt gleich einiges von uns zu hören. Vorher machen wir eine kurze Pause und dann geht's weiter mit noch mehr Command & Conquer Remastered. Natürlich werde ich irgendwann auch mal den zweiten Teil Red Alert noch anspielen, aber jetzt konzentriere ich mich erstmal auf den epischen geilen Kampf im Tiberium-Konflikt. Die Anfänge von allem, bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich, es wird geil und wir sehen uns dann danach gleich wieder. Bis gleich. Thank you.
Und da sind wir wieder zurück bei Let's Play Command & Conquer. Die Remastered Edition, beide Teile sind in einem gemütlichen Paket. Ist jetzt seit, also wenn ich es jetzt aufnehme, wenn ihr es euch anguckt, ist es schon seit einigen Tagen draußen und ihr solltet es euch holen, wenn ihr auch nur irgendeine nostalgische, verklärte Erinnerung an das Command & Conquer Universum habt. Denn es ist einfach, es ist wirklich alle Synapsen werden direkt angesprochen. Das ist einfach Nostalgie pur für mich, von der Musik bis hin zur Grafik, bis hin zu den Video-Zwischensequenzen. Das war Peak PC-Gaming meiner Jugend zumindest. So, jetzt geht's aber direkt weiter. Wir sind, haben 3-4 Missionen gemacht. Und jetzt geht's nach Mauritania. Mal gucken, was da auf uns wartet. Höchstwahrscheinlich hinterlistige Drecksmission. Gemeine Drecksmission. Gegen Zivilisten. Possess the past. Assimilate our history, for it is your own. Kane wants you to view this. Accessing Brotherhood archives. The Brotherhood desires a world of peace, unity, and eternal brotherhood. The Brotherhood springs from the lowest of places, offering unity and peace to otherwise neglected and abused nations. Tiberium heralds the dawn of a new age. The Brotherhood embraces this age, harvesting Tiberium to further expand our collective beliefs. Tiberium continues to confound the scientific community, soaking up ground minerals and soil nutrients like a sponge. The end result of this unique leaching process creates the formation of Tiberium crystals, rich in precious metals and available for collection with a minimum of mining expense. I have good news. While I was at a top-level briefing with Kane, I made mention of your accomplishments and efforts. He's somewhat impressed, and is interested to see how you handle your next assignment. Kane needs Niger, and his personal commander is massing an assault through Algeria. We need to be assured that GDI's A-10 warthogs flying out of Lagos do not hinder his progress. Your goal is to set up surface-to-air missile batteries and destroy the GDI airbase. You have caught Kane's eye, and he is watching. Do not fail me. Boah, habt ihr gesehen, wie viele Partikel dieses Flugschiff explodiert ist? Wahnsinn. So. Ist lustig, weil viele Missionen hier sind identisch, egal welche Variante man wählt. In dem Fall hatte ich ja eh nur eine Auswahl. Aber die sind schon alle sehr ähnlich. Ist aber auch egal. Am Ende ist es doch wurscht. Man will die Illusion von Wahl. Als ob ich bei Not eine Wahl hätte. Wenn ich da nicht mache, was die wollen, dann werde ich einfach erledigt. Deswegen mache ich, was die wollen. So, Refinery. Ah, warum sind die so schnell? Ich komme nicht hinterher. Die fahren Patrouille, aber ich erwische sie nicht. Na gut. So, einen davon. Komm, wir machen direkt den zweiten. So, und dann werde ich gucken, dass ich deren Sammler vielleicht angreife direkt. Ja, sehr gut, okay. So, hier verlagere ich jetzt so ein bisschen meinen Brückenkopf hin, weil hier werden immer wieder Einheiten vorbeikommen. Die sollen natürlich hier nicht hin. Hand of Not. Shit. Und ab und zu ist dann doch eben irgendeiner dabei, der es von uns nicht schafft. Und leider ist die Auto-KI auch nicht so gut. Der wird nicht so gut geballert, wie man sich wünscht. Die greifen auch nicht selbstständig an.
Ah, shit, das war ein Fehler. Shit, das war's. Fuck, 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 fuck. Silos needed. New construction option. Shit, das war ein Riesenfehler jetzt. Building. Our base is under attack. Unit ready. Building. Das Gute ist, die sind jetzt ziemlich abgelenkt. Also die einzelnen Einheiten. Dadurch kann ich dann natürlich schon ganz gut ein bisschen Ärger machen. Aber ich muss halt gucken, dass ich die richtigen Einheiten hinschicke. So, wenn ich Glück gehabt habe, war das jetzt der letzte wirklich wichtige Angriff. Jetzt werde ich hier oben noch ein paar Rocket Soldiers hinhauen, dass die gegen Lufteinheiten absichern. Ja, und dann kann ich schon direkt... Ach, hier habe ich ja Sams. Na gut, dann nehme ich die. Die sind natürlich nicht ohne Grund hier. Aber es sind natürlich Raketen, sind schon günstiger. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Unit ready. Repairing. Okay, so, ich glaube, wir haben uns jetzt ganz gut eingegraben hier. Construction complete. So, jetzt hole ich mir als nächstes den. Und dann kommt wahrscheinlich eine Vergeltung. Dafür mache ich hier meine Sam. Seit mache ich hier hin. So, ihr müsst mal schön krabbeln. Bitte fahrt über mich rüber. Sei nicht so smart. Jawohl. Jetzt kommt der Gegenangriff, klar. Muss ja. Unit lost. Hat der keine Raketen? So. Unit lost. Our base is under attack. Building. Unit ready. Building. Unit lost. Unit ready. Building. Unit ready. Building. Unit lost. Unit ready. Building. Construction complete. Waiting order. Moving out. Reporting. Moving out. Moving out. Okay, ich muss hier bleiben. Ganz schnell nachbauen, nachbauen, Silos nachbauen. Silos needed. Building. Unit ready. Building. Construction complete. Yes, moving out. Unit ready. Da habt ihr gesehen, das hat wieder funktioniert. Schaut euch hier sicher. Mir kann nichts mehr passieren. Ich muss dann nur darauf aufpassen, dass er nicht die ganze Zeit von unten durchkommt mit irgendwelchen Rex-Einheiten, die mir dann Ärger machen. Insufficient funds. Building. Unit ready. Unit ready. Building. Unit ready. Building. So, was ist hier noch? Ich brauche hier Platz, hört mal auf hier so zivil zu sein. Entscheidet euch für eine Seite. Ihr habt gewählt, die Seite des Todes. Unit ready. Building. Unit ready. Unit ready. Building. Unit lost. Unit ready. Building. So, wir fahren jetzt mal hier hin und gucken mal, was da passiert. Was ist hier noch? Okay, wird gebaut. Euch beiden kann man auch noch mitnehmen. Oh, shit. Shit, shit, das war gar nicht gut. Ah, shit, shit, weg, weg, weg. Dumme Idee. Building. Unit ready. Unit ready.
Building. Unit lost. Okay, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Wo denn? Nix ist unter Angriff hier. Okay, das Ding muss ich alle machen. Wir gucken hier mal kurz rechts. Das ist hier, das Ding ist fast fertig, okay. Hier kann ich ja eigentlich schon mal nicht angegriffen werden. Aber das Fiese ist, manchmal kommen die auch einfach aus der Entwicklerzone. Irgendwo links, rechts, unten. Und das kann man natürlich dann vorher nicht wissen. Es sei denn, man hat den Level schon mal gespielt. Ah, okay, sehr gut. Noch mehr von dem guten Tiberium. Natürlich verliere ich Energie, wenn meine Leute da durchlaufen. Aber wo gehobelt wird, da fallen einfach Späne. Das ist klar. Keiner von euch wird alt werden. Das, der Illusion wollen wir uns gar nicht erst hingeben. So, kurz mal gucken. Comcenter bauen. Auch hier schön um meine... Oh, jetzt habe ich eine Karte. Sehr gut. Building. Moving out. Right away, sir. Got it. Moving out. So, jetzt wird wieder angegriffen. Das habe ich dank meines herausragenden Scoutings eben schon mitbekommen. Deswegen sage ich meinen Leuten jetzt ganz schnell, dass sie angreifen sollen. Unit ready. Building. Also, der Computer denkt, das wäre so mega die sneaky Geschichte. Da komme ich dann von unten, das wird er nie checken. Und jetzt wollte ich mir auch noch meinen Sammler kaputt machen. Nicht mit dem Commander. So, hätten wir das. Jetzt gehen wir gleich hier hin. Die arbeiten. Hier ist die Basis. Okay, wir machen sie alle. Es kann nicht mehr lange dauern. On hold. On hold. Insufficient funds. Cancelled. Building. On hold. Cancelled. Repairing. Building. Oh, minus 30. Ob das mit der Energie hinhaut, ich bin mir nicht ganz sicher. Naja, wir werden sehen. So, wir sind gleich fertig. Reporting. You've got it. Roger. Affirmative. Right away, sir. Right away, sir. Moving out. Moving out. Roger. Affirmative. Moving out. Right away, sir. Moving out. Oh, oh, oh. Das ist gut, da kann ich denen hier das Baugebäude kaputt machen, ohne dass er was machen kann. Das mache ich sehr, sehr gerne. Insufficient funds. Okay, seid ihr alle ready? Construction complete. New construction options. Low power. Building. Unit ready. Construction complete. Ah, jetzt kann ich mir also auch Panzer schicken, ne? Das ist ja immer der Landeplatz. Nod hat den Landeplatz, ich weiß gerade nicht genau, ach genau, und GDI hat die Waffenfabrik. Also einfach dasselbe für unterschiedliche Wege, dasselbe Resultat zu erreichen. Die einen kaufen es sich, die anderen bauen es. Unit lost. Insufficient funds. Unit lost. So. Jetzt spuckt doch mal ein bisschen Einheiten aus. Das kann doch nicht alles sein. Construction complete. Da. Building. Reinforcements have arrived. Construction complete. Reporting. Moving out. Moving
Affirmative. Low power. Moving out. Unit lost. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Construction complete. Reinforcements have arrived. Building. Yes, moving out. Moving out. Yes. Das Gute ist wirklich, dass die Gegner auch so dumm sind, dass sie abgelenkt sind von dem Panzer und nicht auf den MG-Typen feuern, der ja eigentlich viel gefährlicher ist in dem Moment für sie und gegen den sie auch bessere Chancen hätten. Insufficient funds. Moving out. Yes. Yes. Construction complete. Building. Es ist süß, wie er trotzdem versucht, alles zu reparieren. Construction complete. Unit, no! No! Yes, sir! Waiting, Roger. Right away. Affirmative. Yes! Low power. Mission accomplished. Das war sehr einfach. Kann ich bitte jetzt langsam mal den Boss sehen? Danke. Das war die kürzeste Rendersequenz, die wir für euch finden konnten. Na, dann gucken wir mal, was dieser globale Konflikt als nächstes für uns bereithält. Gut, dass wir die Hälfte von Afrika schon an uns gerissen haben, aber was ist hier mit GDI los? Das kann ja wohl nicht euer Ernst sein. So, welche machen wir? Das Große oder das Kleine? Benin. Steht hier auch was für eine Art von... Das ist eigentlich bescheuert, weil eigentlich sollten sie mir eher sagen, was für eine Art von Mission mich da erwartet. Ach, und dann kann ich gar nicht mehr zurück, oder was? Ja, ihr seid ja auch toll. Sie dürfen wählen, aber nicht mehr zurück. Naja, gucken wir mal. I was starting to trust you. But now Kane has asked for your services, specifically. He thinks you can handle this. GDI has imported a nuclear detonator, and Kane's intelligence shows it hasn't even been unpacked yet. Since you seem so brilliant, sneak into the GDI base with a small task force, find the crate and get out, if you can. And if you're lucky, I'll have a helicopter waiting for you. Immer diese völlig peinlichen, teilweise unrelated Militärvideos. Also ich gucke das mir natürlich auch gerne an, das ist halt eigentlich total Quatsch. Auch damals schon. Aber es hat Bock gemacht, weil es natürlich damals keine Videosequenzen gab und jeder, man hat gerne alles genommen, was da so ging. Ne? Das ist klar. Das hat nicht gut angefangen bisher, muss ich sagen. Da könnte ich sicherlich, wenn ich neu anfangen würde, würde ich das nochmal besser machen. Das sollte ich vielleicht nochmal neu anfangen. Das könnte sonst ein bisschen zu knifflig werden. Da habe ich nur noch die falschen übrig. Nur noch fette Wummen. Ich brauche aber filigrane, kleine Gewehre und Miniguns. Oh, das könnt ihr jetzt alles entscheiden. Ah, fetter Panzer, echt.
Aber natürlich an sich sind die Missionen auch nicht komplett scheiße, weil sie einem beibringen, was so die Ratio ist zwischen den Einheiten. Wenn man das zwei, dreimal gemacht hat, weiß man eben schon, wie dieses Steinpapier-Schere-Prinzip, sieht man hier wunderbar, wie das dann greift während des Spiels. Den schaffe ich noch, aber viel mehr geht nicht. Na komm, machen alle! Komm, fall über ihn drüber. Ja. So, hier ist wahrscheinlich jetzt die Basis oder so. Viel mehr kann ich irgendwie aushalten. Ja, komm, mach nicht alle. Ha. Also rein, die Pläne. Also einfach bestfalls oben halten. Irgendwie einfach oben halten oder nach unten rum abhauen. Ich glaube, dasselbe gibt es mit Not. Wirklich genau dasselbe. Natürlich Replay. Man kann doch nicht die Guten gewinnen lassen. Wo kommen wir denn dahin? So, jetzt gucken wir mal genauer. Kann ich hier weiter hochnehmen? Ah, so City und Schon muss ich gar nichts machen. Scheiße, Mann. Nee, und Schon wieder, komm, dann machen wir neu. Weil jetzt habe ich gerade schon wieder Einheiten verloren. Das geht doch auch ohne. Das geht auch ohne, da bin ich mir ziemlich sicher. Komm, das machen wir noch schnell. Endlich wird's mal ein bisschen spannend. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Habt ihr es gesehen? Dieser dreckige Arschlochpanzer. Ey, ist der mir voll über die Leute gebrettert. Alter, den muss ich jetzt als erstes holen. Yes, so, gucken wir mal. Das war gar nicht so schlecht, oder? Yes. Das könnte man machen. Kann ich auch hier? Nee, wahrscheinlich nicht. Ja, man, now we're talking. So muss es sein. Das ist halt, wenn man die Einheiten eng zusammenhält. Oh Mann, der ist wirklich über die Leute drüber. Das ist immer so schlimm und so traurig und demütigend. Puh, ich speichere hier mal ab. Ich glaube nicht, dass das hier ein guter Speicherpunkt ist, aber vielleicht reicht's ja. Ups. Es ist teilweise. Ich muss das mal umstellen. Die Scrollgeschwindigkeit ist teilweise wirklich zu krass. Map View Scroll Speed. So. Ja, ist doch viel besser. Warum nicht gleich so? Yes, sir. Yes, sir. Unit lost. Right away, sir. Moving out. Moving out. Affirmative. Na komm, 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 komm. Moving out. Alle zusammen, bitte. Oh, das dauert. Okay, so. Right away, sir. Ach, da ist ja gar nichts, ne? Kann ich das vielleicht schon angreifen? Ja, kann ich. Das sieht gut aus. Kämpf nicht dagegen an. Okay, so, weg ist er. Kann gut sein, dass jetzt ein Gegenangriff kommt. Vielleicht auch nicht. Okay, da geht's auch nicht weiter, dann ist es ja hier unten wohl. Acknowledge.
Moving out. Okay, hier geht's auch nicht. Jetzt komm, wo ist denn der Gang? Ich hab's ja eben noch gesehen. Moving out. Moving out. Acknowledge. Moving out. Affirmative. Moving out. Okay, da ist halt echt zu, ne? Ich dachte irgendwie, da wäre, da muss ich ja wirklich links rum. Die hätte ich mir natürlich auch sparen können. Die muss ich nicht töten. Wobei vielleicht doch, vielleicht muss ich einfach alle GDIs erledigen. Und ich habe immer noch die Hoffnung, dass hier irgendwann mal irgendwo was drin ist. Aber wahrscheinlich nicht. Ah, Rita. Okay, das war dumm. Das machen wir nochmal neu. Denn ich habe eben Leute verloren, weil ich nicht gesehen habe, dass da einer von unten hochgelatscht ist. Das ist nicht akzeptabel. Wie spät haben wir eigentlich? Okay, wir machen gleich nochmal kurz Werbung. Okay, wie komme ich denn dann da zu ihm? Hier. Das ist es. Ja, hau mal wieder ab. Moving out. You got it. Moving out. Affirmative. Roger. Affirmative. Unit lost. You got it. Okay, so. So, oh Mann, ob ich noch genug habe. Wo baut er? Ah, shit, nee, ich hab nicht mehr genug. Scheiße, scheiße, weil er die auspumpt. Ja, okay. Du bist ein Failure, Alter. Okay, wir machen das nochmal neu. Und zwar diesmal richtig. Aber vorher machen wir ein kleines Päuschen. Und dann sehen wir uns gleich wieder hier mit dem letzten Drittel. Command & Conquer 1. Remastered. Es ist da. Es ist ganz cool. Und vor allen Dingen, es ist einfach wieder Command & Conquer. Es ist immer geil. Da kann man nicht viel falsch machen. Das spielen wir jetzt auch noch eine weitere halbe Stunde an diesem wunderschönen Montagnachmittag. Ihr habt sicher gedacht, ich weiß nicht, wann wir das hier senden. Heute gibt es noch viel mehr Kram. Unter anderem, ich glaube, World of Horror gibt es noch und noch viel anderen Kram. Also bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich heute der wunderschöne Nachmittag hier live auf Rocket Beans. Bis gleich. Da sind wir bei Mission 6 von Nod in unserem Let's Play zu Command & Conquer 1, der Remastered-Version. Wie gesagt, es gibt ein Komplettpaket, da ist Command & Conquer 1 und Red Alert, also der erste und der zweite Teil, mit drinnen. Spielen in zwei, sage ich mal, unterschiedlichen Zeitebenen, ist also nichts, was unbedingt quasi nacheinander gespielt werden muss, könnt ihr euch quasi euer Universum oder eure Zeitlinie aussuchen, die ihr gerne hättet. Viele mögen tatsächlich Alarmstufe Rot lieber. Warum? Ja gut, das ist halt vielleicht ein bisschen mehr am Menschen, das, was da passiert, weil man hat die Russen, man hat irgendwie Albert Einstein und also es sind halt auch, es ist auch viel lustiger, ne, dass, was Lenin, ich weiß gerade nicht, wer da noch alles dabei ist, aber es ist auf jeden Fall ein Spektakel und wird dann ja auch immer krasser, wohingegen, also immer spektakulärer und wahnsinniger, wohingegen ja die Command & Conquer-Reihe durchaus trotz allem, trotz Kane und Nod und dieser automatischen humoristischen Note, die mit dem ganzen Thema Sci-Fi und trashigen Filmsequenzen mit reinkommt ins Boot. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Ist auch egal. Wir springen ins Spiel. Ich werde es euch gleich einfach nochmal im Spiel erklären, was ich sagen wollte. Jetzt gilt es aber erstmal, eine Mission zu erledigen, die mir Probleme gemacht hat. Yes. Bin ich ganz ehrlich. Einmal, zweimal, dreimal schon gestorben. Yes.
Er hat es jetzt nicht geschafft, meine Einheiten zu überfahren. Das werte ich als Erfolg. Ja, und was ich sagen wollte, Tiberium-Konflikt wurde immer versucht, ein Stück weit noch realistisch zu halten. Also als epische Trilogie zu inszenieren. Und dieses Tiberium ist ja auch eine ernsthafte Bedrohung. Und die Brüderschaft von Nod ist ja auch durch diese religiöse Unterwerfung, dieses sektenähnliche Verhalten und gleichzeitig diese komplette Empathie und Gnadenlosigkeit, ist es natürlich schon auch eine richtig coole Geschichte eigentlich, die halt versucht wurde, mit diesem, sag ich mal, in seinem Universum realistisch zu erzählen. Und damit unterscheidet es sich meiner Ansicht nach deutlich von Alarmstufe Rot, was einfach als Universum ein Haufen Schwachsinn ist, aber total Bock macht. Also ist halt Fun. Aber das ist so, die Unterschiede sind so ein bisschen wie GTA zu Saints Row, würde ich jetzt sagen. So, ich habe das Gefühl, dass ich hier trotz Unaufmerksamkeit ganz gut... das war nämlich schon direkt ein Fehler. Moment, habe ich nicht gerade... Ach, jetzt habe ich natürlich die geladen. Ja, okay, ich verstehe. Ich hatte am Anfang eigentlich ganz guten... komm, dann nehme ich die jetzt nochmal. Gucke, ob ich mit der eine Chance habe. Aber die haben wir schon ausprobiert. Ich glaube, ich muss es einfach gleich nochmal neu machen. Vielleicht, wenn ich die beiden Panzer alleine fahren lasse. Ah, nee, ist gar nicht nötig. Die kommen auch so. Guckt euch das an. Guckt euch das an, was sie gemacht haben. Das ist ja unfassbar. Ja, okay, dann fange ich nochmal neu an. Ich hatte gar nicht abgespeichert. Ich hatte bei meinem letzten Versuch abgespeichert. Okay. Yes, sir. Unit reporting. Acknowledge. Unit lost. Yes, sir. Seht ihr? Er fährt jedes Mal drüber. Das ist voll dämlich. Die kann man sicher auch weglocken. Ich könnte die sicher auch weglocken. Ich kann aber auch einfach ein bisschen höher gehen und gucken, ob ich von oben einfach bessere Chancen habe. Sehe ich sie ja auch ein bisschen früher. Er soll aufhören, das zu machen, weil ich mit meinen Leuten auch immer zu nah rangehe. Okay. Jetzt nochmal richtig. Wir schaffen das jetzt. Yes, sir. Acknowledge. Moving out. Acknowledge. Acknowledge. Yes, sir. Yes, sir. Jawohl. Yes, so sir. Ist doch gut. Und hier kann man nicht rüber, oder doch? Ach, hier kann man auch rüber. Ja, das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher. Na komm, alle einmal rüber. Panzer gerne nach vorne. Jawohl. Jetzt wird mal gespeichert. So, kommt ihr alle? Okay. Jetzt müssten die eigentlich hochkommen, oder? Wenn man hier hochkommen kann, müssten sie jetzt eigentlich hochkommen. Scheiße, es geht gar nicht. Oh Mann, oh Mann. Aber guckt es euch an, jetzt haben wir sie hergelockt. So, die muss ich jetzt schnell noch alle machen. Okay. Kann ich jetzt moving unten out. Lang? Das wäre ganz out. Geil. Away, nein, out. Aber ich kann hier sicherlich... Right genau. Away,
kann nämlich hier die Panzer. Ich glaube, darum soll es in dieser Mission auch gehen. Die sollen mir beibringen, wie ich die jeweiligen Spezialfähigkeiten der Einheiten benutze. In dem Fall natürlich die lange Reichweite der Panzer in Relation vielleicht sogar hierfür. Ah, leider nicht ganz. Okay. Vielleicht kann ich sogar die Struktur von hier erledigen. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes. Moving out. Und ich locke gleichzeitig auch noch den Feind an. Also es ist wirklich moving auf so viele Arten gerade gut, was ich mache. Yes, sir. Oh, habt ihr gesehen, da hat er einen Luftangriff versucht. Hat sogar funktioniert. Kostet ihn aber auch viel Geld. Geh kaputt. Ich muss es schaffen. Scheiße, Mann. Das war ein guter Versuch. Aber es hat einfach nicht hingehauen. Das hat nicht sollen sein. Mach doch wenigstens das Ding noch kaputt. Nee, geht nicht. Scheiße. Naja, komm, wir versuchen nochmal mit den Einheiten jetzt. Aber mit zwei Panzern weniger ist das natürlich nicht so geil. Die kann man halt auch nicht. Nee, kann man nicht. Okay. Vielleicht hier? Ja, seht ihr? Das geht. Jetzt versucht er hier zu kommen. Na egal, okay. Mal gucken, kann ich dir noch mehr auf den Sack gehen? Jawohl, den Silo. Jetzt kann er auch nichts mehr bauen. Und dann ist das direkt Geld, was weg ist. Schauen wir mal, was noch geht. Das macht richtig Bock, ihn jetzt so Stück für Stück zu zerlegen. Ja, vielleicht geht's aber auch nicht. Not a problem. Yes, sir. Lost. Ready and waiting. Nee. Affirmative. Unit moving lost. Out. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. No, okay. Affirmative. Affirmative. Moving out. Strom kann man hier noch. Oh, den Strom kann ich noch kaputt machen. Affirmative. Moving out. Yes, sir. Ach komm, ernsthaft? Keiner yes, hier? Sir. Und hier vielleicht? Knowledge. Yes, sir. Affirmative. Ja, das geht. So kommen sie alle hier hin dann. Not a problem. Affirmative. Okay, okay. Affirmative. Vehicle reporting out. Yes, sir. Komm, eben hat's noch. Ja, bitte, es geht doch. Yes, sir. You've got it. Roger. Moving out. Roger. Reporting. Oh, es dauert halt ewig, aber es wird funktionieren. Okay, so, macht sie alle. Gar nicht lange rumfackeln. Warum ballert nur einer? Was ist das für eine Armee? Ja, zerstöre. Jetzt geh endlich hoch. Jetzt aber. Es will einfach nicht. Er repariert es. Ich wette, weil er es nebenbei repariert. Oh Mann, ey. Okay, dann nehme ich das hier. Und zische mal. Das Gute ist, es frisst ihm eine Menge Geld. Und er ist abgelenkt. Okay, das muss auf jeden Fall hier weitergehen. Das war schon ganz gut. Ich habe ja auch die richtige Einheit gerade gekillt bei ihm. Also die richtige
das richtige Gebäude. Ich muss halt nur... Oh shit, die Granaten, ey, die Granaten sind echt ein guter... Fuck, Granaten sind gute Idee. Kann ich nicht viel gegen machen, ey. Ich kann aber den Strom abstellen, der kann er auch nicht mehr produzieren. Wichtig ist, er kann nichts mehr bauen. Affirmative, moving out, acknowledged. Reporting, roger. Affirmative. Moving out. Nee, das ist nicht gut. Got it. Yes, sir, moving out. You've got roger, moving out. Das sind so viele, scheiße, ich schaff das nicht. Ich kann das gar nicht schaffen. Nee, komm, da können wir auch neu starten. Aber es war ein guter Versuch. Ich finde, ich habe mich gut geschlagen und mich gewehrt bis zum Ende. Es war nicht verkehrt, es hat nur niemanden geschert. Yes, acknowledged. Moving out. Moving out. Acknowledged. Yes. Oh, dieser verfickte Panzer. Stellen die mir die Leute auch so auf? Ernsthaft, warum stellt ihr mir die Leute so beschissen auf? Das gibt's doch nicht, dass der auch noch drüber fahren kann. Extra so hingestellt noch. Moving out. Yes, acknowledged. Right away, sir. Reporting. Reporting. Permanent. Yes, unit lost. Yes, sir. Ja, ich weiß, ich habe sie mir da hingestellt. Weil der Panzer halt auch nicht fährt. Ach, zum Kotzen. Ich kann das nicht akzeptieren. Ich kann es nicht akzeptieren. Es ist für mich nicht akzeptabel, das jetzt einfach so hinzunehmen, dass ich hier jedes Mal eine Einheit verliere. Es ist unmöglich. Yes, acknowledged. Moving out. Moving out. Moving out. Yes. Acknowledged. Perfect. Warum geht ihr alle da hin, ihr Scheißleute? Alter, kotzen die mich so an. Meine eigenen Leute, ihr solltet wirklich einfach zum Feind überwechseln. Ihr habt's nicht verdient, in meiner Armee zu sein, wirklich. Yes, acknowledged. Moving out. Acknowledged. Acknowledged. Moving out. Permanent. Ich bin diesmal sogar, ich habe sie weggeklickt. Im Ernst, ich habe die Scheiße sogar weggeklickt dieses Mal. Ich habe hier 10 Sekunden, um was einzustellen. Ich kann doch nicht jetzt die komplette Scheiße neu arrangieren, yes, sir, die ihr mir dahingestellt habt. Also, okay. Yes, sir. Die nach moving hinten. Out. Da, moving dahin. Yes, die dahin. Permanent. Acknowledged. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. You've got it. Yes, sir. You've got it. Natürlich fährt er wieder. Ich muss anders, ich muss da anders rangehen. Ich muss sie jetzt gleich anders hinstellen. Aber hier schon. Yes, sir. Moving out. Moving out. You remain holding. Yes, sir. Unit lost. Ich verliere jedes Mal was. Das kotzt mich wirklich an. Ich habe das doch eben auch hingekriegt. Yes, acknowledged. Moving out. Moving out. Reporting. Yes. Yes. Unit lost. Naja, eine verloren, das geht noch. Damit kann ich echt noch leben, aber es macht mich auch ein bisschen wütend. Oder soll ich jetzt die Geschichte von oben nochmal machen? Das war doch eigentlich eine geile Nummer. Das hat doch eigentlich super funktioniert, ne? Ach egal, lieber schnell, lieber einmal schnell machen. Affirmative.
Moving out. Affirmative. Affirmative. Lost. Not a problem. Reporting. Moving out. Roger. Moving out. Affirmative. You got it. Affirmative. Affirmative. Ey, jetzt mal ernsthaft, steht dieser fucking Panzer in dem Baum oder was? Es kommt der aus dem Baum raus. Was soll denn die Scheiße? Ich raff's wirklich nicht. Furchtbar. Furchtbar schlimm. Ärgert mich. Hätte ich gerne anders. Jawohl, es hat geklappt. Endlich, ich habe den Panzer abgelenkt. Aber gucken, was ich an Einheiten verloren habe. Das ist doch, also an Energie. Das ist nicht geil. Einfach nicht geil. Ich meine, die beiden hier, die werden immer vorne sein, weil die so schnell sind. Und ich die jetzt manuell immer nach unten bringen. Nach oben bringen. Das ist einfach nicht optimal. Moving out. Yes, acknowledge. Acknowledge. Unit moving out. Lost. Yes. Unit lost. Yes. Acknowledge. Unit lost. No. Yes, sir. Moving out. Wait a minute. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Yes. Unit lost. No. Yes, sir. Unit no. Lost. Es kotzt mich an. Es ist wirklich gerade furchtbar. Ich krieg's nicht hin. Es tut mir auch leid. Ja, wir haben noch eine Viertelstunde, haben wir noch. Yes, moving out. Ich will doch so gerne nochmal Kane sehen, Leute. Was? Warum fährt er da lang? Erklär's mir einer. Moving out. Yes. Yes. Und sie ziehen einem dann doch irgendwie immer Energie ab. Ich komme halt auch mit meinem Panzer nicht schnell genug dahin. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Gut. Das war gut. Das war ein guter Run. Den kann ich nochmal speichern. So, wie komme ich jetzt hier vorbei? Ey, guckt euch das an. Guckt es euch an. Mal gucken, wie schnell das geht. Unit lost. Unit lost. Weil halt keiner richtig kämpfen kann hier. Okay, jetzt wird angelockt. Kiten. Yes, affirmative. Yes, sir. Acknowledge. Moving out. Acknowledge. Moving out. Unit acknowledge. Yes, sir. Warum kann der überhaupt eins abschießen, ihr Spacken? Yes, sir. Ihr seid 10 Leute, moving der out. Kommt original da an und schafft es noch einmal zu schießen. Das ist einfach so lächerlich. Waiting. Waiting order. Acknowledge. Unit lost. Tja. Reporting. Affirmative. Wie kann ich den erwischen? Anders kann ich nicht. Kann nur mit den Panzern kommen. Unit reporting. Acknowledge.
Affirmative. Ready and waiting. Right away, sir. Yes, sir. No. Ready mercy. And waiting out. Affirmative. Yes, sir. Acknowledge. Moving out. Affirmative. Acknowledge. Acknowledge. Hoot. Es dauert halt einfach ewig. Los jetzt. Ich will gerne endlich mal eine Mission haben, wo ich eine Basis aufbauen kann und langsam was hinschicken kann. Das sind einfach Scheißmissionen. Die machen wenig Freude. So. Yes, sir. Ihr drei und ihr. Genau, ihr seid mein Panzersquad. Ihr kommt mal mit. Gefahren. Moving out. Moving out. So, alle her, alle her, alle her, alle her, alle her. Du auch. So, super gut. Jetzt wird nochmal gespeichert. Jetzt kommt her. Mach doch mal Platz für den Dödel. Yes, sir. Moving out. Unit reporting. Acknowledged. Moving out. Yes, sir. Okay. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes. Moving out. Yes, sir. Affirmative. Unit lost. Okay, now we're talking. Jetzt habe ich die auch schön überfahren. Das muss ich viel häufiger machen. Yes. Moving out. Right away, sir. Got it. Yes. Waiting. Yes, sir. Reporting. Vehicle reporting. Yes, sir. Moving out. Moving out. Acknowledged. Moving out. Yes, sir. Moving out. Ja, wo ist alles? Acknowledged. Affirmative. Acknowledged. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Yes, sir. Warning. Moving out. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Warning. Yes, sir. Hätte ich auch nur einen Engineer dabei, ne, dann könnte ich natürlich mir die ganze Basis zu eigen machen. Okay, so, ihr macht jetzt hier bitte einmal die Bauscheiße kaputt. Ich finde tatsächlich, irgendwie haben gerade diese kleinen runden Panzer durch diesen runden, wie heißt das oben, den Kopf sozusagen, haben die hier ein bisschen mehr Charakter als hier, weil man das hier gar nicht so richtig sieht. Jetzt sieht man's. Aber guckt euch das an, ist einfach so süß, so knuffig. Ach, der Panzer, ne? Ein guter alter Freund. So, wo sind denn die Pläne? Yes, sir. Ich hoffe, dass das jetzt ist. Die Mission hat mir wenig Freude gemacht. Ich möchte, dass sie nun endet.
mit einem Feuerwerk. Yes. Der repariert um sein Leben. Keine Chance. Oh, das dauert ja. Aber er hat kein Geld mehr, er kann nicht mehr reparieren, das ist gut. Doch, er hat noch Geld, scheiße. Er hat ja auch noch volle Silos. Ach, da sind die Geheimnisse. Ja gut, hole ich mir gleich. Genüsslich nehme ich noch deine Basis auseinander. In HD. Verzweifelte letzte Versuche, noch irgendwie irgendwas zu retten. Ein einsamer Ingenieur rennt mit dem Schraubenschlüssel rum. Doch es ist zu spät. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Oh, das war knapp. Gerade so. Gerade so noch geschafft. Jetzt komm, reiß den Zaun ein. Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ihr könnt den Zaun nicht. Ihr könnt ballern. Was? Your mission is a failure. Ich hatte es schon, dieses dreckige Spiel, nur weil der Zaun nicht zerstörbar war. Das muss man sich mal vorstellen. So, jetzt machen wir es noch einmal richtig. Jetzt weiß ich ja, wo ich hin muss. Das dauert, ey. Das dauert, diese Mission. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. No. Waiting order. We've got it. Yes, sir. So. Waiting order. Affirmative. Gucken wir mal, wie wir die ausräubern können. Moving out. Affirmative. Affirmative. Moving out. Ah, geht nicht. Okay. Dann gehe ich rein. Okay, wir haben die Pläne, müssen wir jetzt aber nur abhauen. Ich hab sie doch. Und jetzt? Was ist der Plan? Muss ich wieder hier hin? Oder gibt's hier ein anderes? Da. Da muss ich hin. Okay. Na, ihr macht den Fehler nicht, bitte. Den alle Sammler machen und fahrt durch die gegnerische Basis. Ihr geht bitte alle hier runter. Hey, ihr seid echt... Den Pathfinder haben sie wirklich nicht geändert seit der... seit dem Original, habe ich das Gefühl. Die sind immer noch strunzdumm, als ob nur die dümmsten der Dummen für die NOT und GDI in Frage kommen. Sehr dumm, komm rum. Okay, da haben wir es. Das letzte Gefecht. Ein Squad, sie zu schlagen. Warum kann ich das nicht auf? Ich habe das Gefühl, dass hier irgendwas mit meinen Tasten nicht richtig ist. Ich will euch doch auf die 1 legen. Okay, Alt und Steuerung geht jetzt gerade nicht. Egal, wahrscheinlich habe ich irgendeinen Button aktiviert, irgendwas falsch gemacht. So, wie komme ich denn jetzt dahin? Moving out. Acknowledge. Yes, sir. Unit moving lost. Out. Acknowledge. Moving out. Auch nicht? Oh Mann, ey. Das ist ja eine Plackerei. Affirmative. Moving out. Moving out.
Das müssen wir vor allen Dingen aufpassen, dass uns der Turm hier nicht noch erwischt. Moving out. Der kann nämlich so einige... Kann der lahmlegen, glaube ich. Weil ich habe so wenig Energie. Okay. Moving out. Einmal. Moving out. Moving out. Affirmative. Acknowledge. Ich kann da auch nicht lang. Ey, Leute, yes, warum baut ihr die Map auch so scheiße? Das ist ja wirklich, als hätten sie gesagt, okay, Mission 6, da sollen die Leute das Spiel bitte wieder in die Videothek zurückbringen. Ab da hätten wir gern, dass die Leute das nicht mehr spielen wollen. Mann. Bullshit-Mission, echt. Die sind auch in HD nicht besser. Nee, Maschinenmusik. Okay, jetzt aber. Jetzt gehen wir halt dann irgendwie da durch oder so. Weiß jetzt auch nicht genau wie. Aber das wird schon klappen. Yes, sir. Moving out. Moving out. Yes, sir. Habt ihr das gesehen mit einer Granate, ey, so eine Scheiße. Das ist wirklich jedes Mal wieder derselbe Scheiß. Komm, scheiß drauf. Soll der doch sein Geld... Scheiße. Scheiße. Komm, du machst es jetzt. Und er muss aufpassen, dass ihn der Sammler nicht umfährt. Das schaffen wir noch. Das schaffen wir. Der Panzer und sein Grenadier, die beiden werden es jetzt durchziehen. Ey, das ist doch nicht dein Ernst. Das kann nicht dein Ernst sein. Das kann einfach nicht dein Ernst sein. Yes, sir, Roger. So ein Dreck. Dann werde ich jetzt halt dein Geld wegmachen. Affirmative. Ich kann es wirklich kaum glauben, wie lange das dauert und wie dumm es ist. Es muss eine bessere Lösung hierfür geben. Muss es. Ich hätte hier einfach die fünf Leute... Hätte ich nicht überfahren lassen dürfen. Sag mal, du hast doch bald kein Geld mehr, oder? Ich warte jetzt einfach. Warte jetzt einfach ab. Das ist so scheiße. Das macht mich so fertig. Ich will nicht nochmal neu anfangen. Nein, ja, mach das jetzt. Mach das jetzt, komm. Ja, den einen Silo, den anderen machst du dann auch noch. Und dann haben wir es doch. Es dauert so scheiße lang. Es dauert so unfassbar lang. Mach es. Ja, fast, 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 fast. Du hast es fast. Komm jetzt, zweimal. Einmal noch, noch einmal, noch ein letztes Mal. Jetzt komm. Ja. Oh mein Gott. Ja. Und jetzt nimmst du dir direkt den nächsten. Ich
Ich muss nur noch hier runter, ne? Das kannst du dir wirklich nicht ausdenken. Ich gebe jetzt nicht auf. Nein, warte jetzt hier. Ihr könnt mich alle mal. Das wird jetzt durchgestanden. Auch ihr müsst warten. Ihr wollt wissen, wie es weitergeht? Dann bleibt dran. Die nächsten 1,5 Stunden aufgepasst. Ein sogenannter Tiberian Standoff. Ich ballere, er lädt nach die ganze Zeit. Aber der Silo ist gleich durch. Die Frage ist nur, was kommt dann? Aber er repariert schon den Weltmeister da unten, muss ich sagen. Drei, zwei, eins, null. Yes, moving out. Not a problem. Yes, sir. Ach, endlich. So, jetzt kann eigentlich nicht mehr viel schief gehen. Da kann er so viel reparieren, wie er will. Irgendwann ist auch das hier kaputt. Und damit dann auch die letzte Möglichkeit, Geld zu verdienen. Und hier geht ihm langsam die finanzielle Puste aus, merke ich. Da sehen wir die Ökonomie des Krieges wunderbar in einem Bild. Es ist ein Kreislauf. Und es dauert ewig. Und wenn man sich früh einigen würde, dann wäre es schneller vorbei. Aber nein, der verliert, der will es nicht einsehen und ballert Geld rein ohne Ende. Noch mehr Geld, 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 Geld. So klappt das nicht. Das ist so geil. Das ist so geil. Gleich, Leute, gleich haben wir es ja. Da stecken wir jetzt alle mit drin. Was macht der Sammler wohl, wenn er nichts mehr hat zum Abliefern? Das ist meine große Frage. Und warum kann der immer noch reparieren, obwohl er doch bestimmt schon keine Kohle mehr hat? Ich konnte nicht so lange reparieren. Schon wieder viel zu lange hier an dieser Mission. Kommt schon, Leute, ihr schafft es. Sollte ich vielleicht hier einfach helfen? Aber er schafft es auch so. Es dauert einfach ein bisschen länger. Ja, so kann man auch auf Länge spielen. Das habt ihr sicher nicht gedacht, als ihr das 8 Stunden Command & Conquer Video angeklickt habt. Dass das passiert. Naja, was soll man machen, ne? Im Krieg zählt vor allen Dingen Ausdauer. Ausdauer und absoluter Siegeswillen. Ich meine jetzt mal im Ernst, was hätte ich machen sollen? Ich hätte natürlich neu starten können, dann wären wir schon zweimal durch. Aber dann hätte ich nicht am Ende als Sieger dagestanden, sondern als Cheater. Und das geht nicht. Und hier habe ich doch relativ gute Chancen, wenn ich einfach nur warte. Jetzt kann er schon bald... Na doch, jetzt kann er nicht mehr reparieren, okay. Er wird wahrscheinlich gleich wieder anfangen zu reparieren, aber hier, ja. Das ist so unfair, dass die unendlich viel Geld haben, ne? Das ist doch einfach... Was soll das? Ich habe ihm seine komplette... Alles zerschossen. So viel kann er gar nicht haben. Stellt euch mal vor, ihr müsst das hier reparieren, während es beschossen wird. Das ist doch ganz schön ungeil. Das ist doch wirklich der undankbarste Job, den die GDI zu bieten hat. Wer macht den eigentlich, ne? Die machen sicher nicht eure Generäle. Die sind längst schon im Fluchthelikopter. So, jetzt hat aber der hat sich auf jeden Fall einen Orden verdient, der Kollege hier. Allein wie viele Raketen der mit sich schleppen muss. Das waren an die 100 schon. Respektable Leistung, kleiner Raketensöldner. Okay, das ist hier, das ist so wie immer. Ihn haben wir fast. Und
alles wäre anders gekommen, hätte ich nicht einmal meine Leute überfahren lassen. Das ist was, was fünf Leute in diesem Spiel ausmachen, das lernt man dann in diesen Missionen. Insofern ist es wirklich gar nicht so schlecht, gar nicht so verkehrt. Ich hätte die Mission sicher auch noch anders machen können. Ich hätte wahrscheinlich hier einmal durchgehen können, direkt hier runter, war einmal so durch und dann mit ein paar Einheiten noch hier hinkommen, hätte ich mir vorstellen können. So, ich hoffe, dass der hier überlebt, weil hier kommt jetzt gleich was raus. Und ich bin nicht sicher, ob das für ihn eine gute Idee ist. Der wird bestimmt gleich angeballert. Ich versuche dann abzulenken, was auch immer rauskommt. Gleich haben wir es. Ich mach mal speichern, damit ich diesen Moment nicht nochmal machen muss. Sollte irgendwas Unvorhersehbares passieren. Aber was soll schon passieren? Ja, natürlich sowas. Ein dummer Soldat, der eine bessere Waffe hat als ich. Ja. Endlich haben wir es. Mein Gott. Mit dem allerletzten Energiebalken haben wir es doch geschafft. Das ist Strategie. Und zwar genau so viele Leute auch verbrauchen, die man hat. Dann spart man an Buskarten für nach Hause. Du sparst an so vielen Sachen. Förderung, Orden, die kosten ja was. Wenn die da überleben, was das kostet. Kann denn jetzt bitte mal jemand, wo kommt die Kohle her, ihr Scheißkerle? Ich glaube es einfach nicht. Ich sehe es kommen, wie ich es nicht schaffe. Ich sehe es wirklich kommen. Moving out. Your mission is a failure. Okay, wir machen jetzt hier kurz Päuschen. Wir machen jetzt wirklich, wir machen jetzt weiter. Wir kriegen die Scheiße jetzt noch hin. Wir machen jetzt hier ein kurzes Päuschen. Und ihr bleibt gefälligst dran. Ich weiß, wo ihr wohnt. Ich weiß, wo ihr eure Videos guckt. Ihr bleibt jetzt gefälligst hier. Und wir werden die verfickte sechste Mission Extract the Detonator werden wir machen. Zusammen. Versprochen, Leute. Promise, ey. Bromis. Bis dann. Da sind wir wieder bei der letzten Session mit Command Conquer, der Remastered Edition Teil 1 und 2. Warten nur darauf, von euch in guter Qualität nochmal gespielt zu werden. Manche Missionen gehen euch dabei dann auch wieder auf den Sack und dann fällt euch ein, ach ja, damals war auch nicht alles, alles lecker, was gebacken wurde. Damals war auch nicht alles mega toll. Ne? Damals gab es auch schlechte Missionen und Dinge, die unfertig waren. Eine davon ist diese Mission. Ist aber nicht so schlimm. Ich habe auch eher so meinen Spaß damit. Aber es ist natürlich schon auch ganz schön peinlich, dass ich es halt bis heute nicht geschafft habe, diese Mission zu erledigen. Ich glaube, ich sitze seit einer Stunde dran. Und sie ist wirklich nicht schwer. Sie ist nur, also sie ist halt, ja, ich habe die Geschwindigkeit hochgestellt. Ja, wie ihr seht, das klappt alles nicht so, wie ich es gerne hätte. Kriegt er nicht? Vielleicht kann ich nicht. Okay. Das ist ein schlechter Spielstand, gebe ich zu. Ich habe aber noch einen drunter. Und diesmal muss ich einfach nur meine Leute nicht überfahren lassen. Und dann sind wir da schon gut am Start. Da ist er nämlich. Der Spielstand des Glücks. Das wird da sein. Vertraut mir. So. Jetzt werde ich direkt von unten mal angreifen. Na, wo kommen sie? Kommen sie überhaupt? Sehen sie ihre Sandsäcke? Sehen sie nicht als Basis an. Das kann ich nicht angreifen, so dass sie kommen. Ah, nee. Yes, sir. Hier bin ich da hoch. Ich will hier unten lang. Yes, sir. Shit, das war ein Fehler. Das merke ich jetzt schon. Riesenfehler. Aber irgendwie muss man ja auch mal weiterkommen. Dass ich das schon sehe, wie der da drüber fährt. Wenn ich schon sehe, wie der einfach über meine Leute fährt. Okay. Bitte, Simon. Streng dich doch mal mehr an jetzt. Ich weiß auch nicht, was es ging bis hierhin echt sehr gut. Ich bin jetzt auch nicht der Mega-Dulli, was Command Conquer angeht. Ich habe nur einfach irgendwie... Diese Mission habe ich einfach nicht drauf. Muss man einfach sagen. Okay, so. Jetzt wollen wir doch mal gucken.
gucken wir mal einfach, ob ich das nicht auf die ganz billige Tour so machen kann. Indem ich einfach alles kille. Ich denke, das geht's auch. Oh, das verfickte Ding hier noch gucken. Guck mal, wie schnell das geht. Wenn man es wirklich will. So. Jetzt nur hat dieses Ding hier einfach mal so richtig weggeballert. Ist doch scheiße. Warum sind die so schnell und gut? Ich hab genau die perfekte Waffe, die man hat. So ein MG-Mess. Weiß man ja. So. Euch nehmen wir mit. Komm. So. Okay. Das hätten wir geklärt. Jetzt nehmen wir die Panzer bitte und ihr macht jetzt mal aus sicherer Entfernung, macht ihr jetzt mal bitte den Turm klein. Zu dritt sollte das ja möglich sein, ne? Und der Sammler fährt jetzt bitte nicht über meine verbliebenen Menschen. Oh Gott, das hat ja schon mal gar nicht geklappt. Ey, willst du mich eigentlich verarschen mit deiner... Warum bist du so gut? Du sollst sterben. Okay, versuchen wir es nochmal Unit. Nee, tatsächlich nicht. Ey, dieses Spiel macht mich so wahnsinnig gerade. Das kann doch nicht so schwer sein. Es ist doch wirklich nur noch... Das letzte Fitzelchen. Yes, sir. Right away, sir. Unit lost. Unit reporter. Affirmative. Moving out. Unit lost. Affirmative. Moving out. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Unit lost. Unit lost. Und ich krieg's natürlich nicht hin, ne? Und ich krieg das dann nicht hin. Über die Unit lost. Die schaffen mich bei mir so easy. Ja, okay, das hier ist noch nicht klar. Unit lost. Jetzt muss ich mal anschauen, wie wie kann das sein, dass ich so schlecht bin? I don't get it. Irgendwas mache ich so grundlegend falsch hier. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Waiting, moving out. Warning, moving out. Affirmative. Unit moving out. Waiting, going out. Unit lost. Yes, sir. Okay, das könnte funktionieren. Yes, acknowledge. Yes. Unit lost. Yes, sir. Acknowledge. Nicht auf. Ich gebe nicht auf. Dieses Spiel wird mich nicht brechen. Es hat mich damals nicht gebrochen und auch jetzt. Ich kann mir vorstellen, dass ich damals eine andere Mission gewählt habe. Das könnte es vielleicht erklären, warum ich diese Mission noch überhaupt nicht in Erinnerung habe, aber keine Ahnung. Wie gesagt, es gab halt viele von diesen Missionen in diese Richtung. Yes, sir. Gefallen haben sie mir alle nicht. Yes, sir. Acknowledged. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Ready and waiting. Yes. Ich glaube, das hat gut geklappt, dass sie sich erst auf den Panzer eingeschossen hatten. Und dann jetzt von mir, ey komm, mach jetzt. Und dann von mir erwischt werden konnten. Yes. Weil sie nicht alle attackiert werden konnten, sozusagen. Yes. Ne? Das hat gut funktioniert. Bin ich an einer guten Stelle. Mal gucken, wie das so bleibt. Wait away, sir. You've got it.
Jetzt versuche ich von oben zu kommen. Leider haben einen Bienennester, glaube ich, keine Energie. Also wieder kann ich den Strom nicht einfach ausschalten. Das mit dem Geld haben wir ja selbst gesehen. Hat leider nicht so geklappt, wie es eigentlich hätte klappen müssen. Jetzt trotzdem nochmal machen. Und einfach zur Sicherheit alles mal wegballern. Und jetzt kommen wir hier Moment mal, jetzt mal den alle. Frage ist, wo kommen welche raus? Wo kommen gleich welche raus? Hier kommen auf jeden Fall welche raus, ja. Genau, aber wirklich stark? Nee. Scheiße. Doch stark. Stark genug, um meinen kleinen Panzer alle zu machen, der doch nichts wollte außer rumstehen. Ich wollte nur rumstehen. So, wir müssen das schaffen jetzt. Yes, sir. Yes. Moving out. Yes, sir. Jetzt haben die doch den Panzer erwischt, Mann. Yes, sir. Acknowledged. Moving out. Yes, sir. Acknowledged. Unit lost. Affirmative. Moving out. Ready and waiting. Unit lost. Ach, natürlich wird der repariert. Natürlich wird der repariert. Aber gut zu wissen, dass man an der Stelle stehen kann. Oh, das ist wirklich, ich krieg Kopfschmerzen davon, wie unfair und dumm es ist. Jetzt komm, Leute. Los jetzt! Yes, sir. Das können wir echt besser, ne? Das können wir eigentlich besser. Yes, sir. Okay, das ist gut. Hier wird gespeichert. Ende. Jetzt müssen wir halt noch überlegen, was könnten wir jetzt hier machen. Ich meine, ich glaube schon, dass man das MG-Ding kann man aus einer Entfernung ausschalten. Das muss nicht unbedingt hier sein. Ich muss nicht in den Kampf gehen. Ich kann das irgendwie aus der Entfernung. Ich muss nur wissen, von wo ich ballern muss. Unit lost. Ich glaube, ich habe eine Idee, wie ich es machen kann. Da muss ich halt jetzt den mega Umweg fahren. Mit einem der Panzer, ne? Ihr wisst wahrscheinlich, welche Ecke ich meine. Wobei, dann nehme ich lieber den, der keine Energie hat. Der kann dann mal schön den langen Weg fahren. Dann werde ich nämlich hier drum rumfahren und dann von hier auf den ballern. Dann komme ich dran vorbei. Das habe ich die ganze Zeit vergessen zu machen, auch weil es einen mega Umweg bedeutet und es mich echt wütend macht, dass ich einfach nicht dran komme. Aber das sieht jetzt ganz gut aus, wenn ich es auf die Art versuche. Habe auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Das ist wirklich über eine Stunde schon. Über eine Stunde hängt an dieser Mission. Das ist wirklich eine Puppe-Mission. Die kannst du in 3 Minuten machen. Die kannst du, wenn du weißt, wie, in 3 Minuten machen. Im Speedrun, wenn dieselbe Mission war, hat er die, glaube ich, in 20 Sekunden gemacht. Gut, der hat auch gecheatet, aber das würde ich jetzt auch, wenn ich könnte. Ah, alles, was mir bleibt, ist die Auflösung umstellen. Viel mehr geht nicht. Das gibt's doch nicht. Da ist jetzt wirklich noch einer, ne? Wo kommt der denn jetzt her? Jetzt mal wirklich... Butter bei die Fische. Warum kommt der denn jetzt? Das ist doch nicht euer Ernst. Der kriegt den jetzt. Der kriegt den jetzt. Zieht euch das mal rein. Der kriegt den jetzt. Na doch nicht. Oh, vielleicht doch. Das gibt's doch echt nicht. Jetzt macht der eine MG-Spezi mir meinen Panzer kaputt. Moving out. Unit lost. Ich muss gerade echt zusammenreißen, dass ich nicht ausraste. Muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin zu Hause und es kotzt mich so an. Es
ist nur eine Mission. Das ist, nur die, das ist so einfach. Es ist so einfach, Leute. Es ist nicht schwer. Yes, moving out. Acknowledge. Moving out. Unit report. Moving out. So, wir finden jetzt raus, wo wir uns hier hinstellen können. Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Acknowledge. Moving out. Acknowledge. Hier. Affirmative. Guckt's euch an, ne? Das ist doch scheiße, dass man das manuell so machen muss. Shit. Ja, das war klar. Stell dich doch auch mal dahin. Ey Leute, ich weiß auch nicht. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Außer es nochmal komplett neu machen. Ich weiß einfach nicht, was ich machen soll. Ich schaff's einfach nicht. Können wir nicht einfach einmal durchfahren? Nee, das geht natürlich dann auch nicht, ne? Einfach hier runter, einfach einmal da runter. Irgendwie wird es auch schaffen. Ja, du hast es geschafft. So, toll. So ein Dreck, ne? Bis heute ist es die dämlichste Mission in Command & Conquer. Das gibt's ja nicht. Eieiei, holla die Waldfee, echt. Da schämt ihr euch aber hoffentlich ganz schön dafür. Hoffentlich habt ihr das lang breit diskutiert, ob ihr diese Drecksmission mit reinnehmen sollt. Gibt's ja nicht, ey. Okay, eine machen wir noch, aber das dann wirklich nur, damit wir auf einer hohen Note enden und nicht jetzt mit dieser traurigen Geschichte hier aufhören müssen. So, was ist das denn für ein Unterschied? Das scheint mir, als wäre da ein anderer Feind als die GDI. Well, there's no stopping you, is there? But Kane may not be as impressed with you as I thought. You've been relegated to a simple propaganda mission. Sneak into this GDI base and steal their new toy. They call it Orca, and it's a high-speed attack helicopter. Use it to destroy this village. This should be a no-brainer for someone of your caliber. Na, erkennt ihr noch was? Unit reporting. Moving out. Moving out. Affirmative. Acknowledge. Moving out. So. Oh, shit. Na, kommt ihr mal hier, das gefährliche Todesfeld. Wollen sie nicht. Okay, ich starte nochmal neu, damit ich die Einheit wieder habe. So. Ja, wie bekomme ich die zusammen? Da nicht, da nicht. Da hoch? Auch nicht, da auch nicht. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Moving out. Acknowledge. Yes, sir. Moving out. Acknowledge. Acknowledge. Moving out. Yes, sir. Moving out. Moving out. Yes, affirmative. Moving out. Affirmative. Acknowledge. Moving out. Das war ganz gut, weil sie natürlich Schaden nehmen, wenn sie über das Tiberiumfeld laufen, ich nicht. Endlich hat mal was geklappt. Moving out. Moving out.
out. Acknowledge. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. No. Moving out. Affirmative. No. Moving out. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Ich muss da, glaube ich, wirklich durch. Durch die Basis. Yes. Perfect. Moving out. Perfect. Moving out. Unit lost. Moving. Yes, sir. Affirmative. Yes. Shit. Morning. Ich guck mal gerade, was ich hier machen kann, aber ich nehme an, das war schon längst ein verlorener Kampf jetzt. Yes. Ja, weil ich natürlich alle meine Engineers verbraten habe. Ja, aber das ist schon wieder so eine dämliche Mission mit vorbereiteten Einheiten. Die machen einfach wenig Bock. Das ist so rätselmäßig. Probier einfach aus, welche Einheiten du wo, und dann guckst du halt mal nach dem 100. Mal neu starten. Das ist ja nicht mal Stacheldraht, das ist ja einfach nur Draht. Okay, alle grünen Fässer sind gesichert. Replay, natürlich Replay, was sonst? Ja, ich muss auch mal die Geschwindigkeit einfach runterstellen, das ist, macht mir natürlich zu Recht extreme Probleme. So schnell bin ich dann eben doch nicht. So. Was ist eigentlich mit euch? Kann ich mit euch... Oh ne, so, das ist nicht die Geschwindigkeit, die ich brauche, auf gar keinen Fall. Was ist hier? So, ich muss die Engineers, das sind die hier mit der Lunchbox, mit dem Werkzeugkasten, muss ich zur Basis unten bringen. Und da ich ja hier diese Einheiten habe, nehme ich an, ich muss die so ein bisschen als Ablenkung nehmen und dann von beiden Seiten angreifen. In einer Zangenbewegung. Und die packe ich mir mal wirklich ganz hinten hin. Und das hier sind die Einser. Okay. So, die sind da. Ihr seid hier irgendwo. Mal gucken. Und die lassen wir mal hier. Die brauchen wir nicht. Ey, wie scheiße. Die mit ihren Granaten jedes Mal. Nee, das ist einfach zu krass. Kriege ich hier auch noch voll die Bootschüsse ab. Das war doch die mal letzte Mal ja nicht so. Okay. Okay, eins bleibt erstmal hier. Zwei. Und zwei bleibt ein bisschen auch hier erstmal. Vielleicht kann ich von da oben ein bisschen ballern. Vielleicht kann ich ja irgendwie über die Grenzen hinweg schießen. Affirmative. You
Nein. Unit lost. Ey, im Ernst, wie können denn Leute mit einem Flammenwerfer sich so nah ranstellen an einen Panzer, dass sie überfahren werden können? Ich meine, seid ihr völlig bescheuert oder was? Ich weiß, ich habe sie dahin geschickt, aber denkt doch mal mit, Leute. Stellt euch doch nicht direkt in den Tod. Das ist nicht so schwer. Andere Spiele kriegen sie auch hin. Terminator Muffel gerade. Super viele Einheiten verloren schon wieder. Abhauen, ihr sollt mal besser abhauen. Unit lost. Waiting orders. Moving out. Awaiting orders. Affirmative. Yes, sir. Roger. Yes, sir. Unit lost. Unit yes, lost. Sir. Unit lost. Unit lost. Puh, die Missionen sind ganz schön knifflig, muss ich sagen. Ich hab die nicht so knifflig in Erinnerung. Die waren eigentlich eher so meh. Aber plötzlich knifflig. So, euch nehmen wir zuerst ran. Ihr macht das jetzt. Weißt du, und schon kannst du neu starten. Yes, acknowledge. Moving out. Acknowledge. Acknowledge. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Mann! Yes, affirmative. Moving out. Moving out. Moving out. Yes, sir. Waiting orders. Affirmative. Affirmative. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Affirmative. Vehicle reporting. Acknowledge. Affirmative. Moving out. Moving out. Yes, sir. Yes, sir. Acknowledge. Affirmative. Okay, das war Schritt 1. Der nächste ist nicht vom Boot getroffen werden, während wir hier runterfahren. Acknowledge. Ah, komm schon. Affirmative.
sir. Affirmative. Acknowledge. Yes, sir. Yes, moving out. Yes, sir. Okay, das ist doch ganz gut. Das ist ein guter Anfang, um zu speichern und mal zu gucken, was man hiermit so macht. Das hier links war eigentlich ganz so verkehrt. Die Panzer waren so ein bisschen das Problem. Flamethrower, Minigun, Rocket Soldier, ihr. Ihr vier. Ganz sicher, wie man hier am besten rangeht an die Geschichte. Eigentlich müsste ich mit dem Panzer hinfahren, ihn triggern, kiten oder was auch immer und dann mit den anderen Rocket Soldiers quasi draufballern aus gewisser Entfernung. Ich glaube, das kann ich schaffen. Okay. Okay, das hat geklappt. Kann man so machen. Okay. Puh. Ich hasse es, dass sie sich selbst auch verletzen. Es ist so nervig. Die Flammenwerfer meine ich. Dass sie sich gegenseitig verletzen. Da muss man echt aufpassen. Okay. Das sieht gut aus. Ihr macht hier mal ein bisschen Action. Lost. Oh shit. Nochmal weiter. Wir haben schon wieder eine halbe Stunde rum. Ey, irgendwas ist doch hier ganz fies am Schiefgehen. Ich mache hier nochmal ein kurzes Päuschen und dann spielen wir die letzte halbe Stunde nochmal Command Conquer. Ich mache dann auch Schluss, wenn ich die Mission dann nicht schaffe. Komm, Arsch geleckt, ist doch wurscht. Ihr wisst, dass ich der Allergeilste bin. Das brauche ich nicht beweisen. Okay, wir machen kurz noch ein Päuschen, ein halbes Stündchen geht es dann noch weiter mit Command Conquer, dem Remaster. More challenging than anticipated. I'm intrigued. It's your Kane speaking. Wir sehen uns gleich. Bis dann. Fick Scheiße da, verdammt. Es ist eine weitere Session Command Conquer angesagt. Ich habe eben schon einige Versuche gebraucht, um mich in den Missionen zu wehren. Es hat nicht immer geklappt. Am Ende dann aber doch. Jetzt ist aber eine neue Mission. Da ist es noch ein bisschen kniffliger. Deswegen gehen wir da jetzt rein und gucken, wie weit ich komme. So, ihr müsst erstmal weg, irgendwo anders hin. Und dann kommt ihr. Ist echt eine gute Frage, wie macht man das jetzt? Also ich muss auf jeden Fall aufhören, das Ding anzugreifen. Das Gebäude, solange ich nicht die anderen entsprechend ausgerüstet habe. Aber diese Geschichte hier, die hat eben schon ganz gut funktioniert. Yes, sir. Vehicle reporting. Wait, sir. Reporting.
way, sir. You got it. Shit. Jetzt wissen wir aber wenigstens mal, was so die Ratio ist. Okay, jetzt könnte man natürlich überlegen. Okay, die sind sicher. Okay, das ist schon mal gut. Und dann quasi erst hier unten alles alle machen. Dann kommen die hier hoch. Und dann greife ich währenddessen unten an. Das ist doch vielleicht eine gute Gelegenheit. So, machen wir die 1. Die 2. Und speichern. Awaiting order. You got it. Awaiting order. Acknowledged. Moving out. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Reporting you. Coming out. Roger. Yes, sir. Roger. Yes, sir. Acknowledge. Yes, sir. Unit lost. Unit lost. Warum haben die das so unfair gemacht? Warum? Ich kann doch nicht alles gleichzeitig machen. Und Multi, hier, allzu viel. Yes, sir. Multitasking kann man ja auch nicht machen. Moving out. Ready and waiting. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Yes, sir. Okay, ich meine, das war halt wirklich unfassbar dumm. Das brauche ich wirklich nicht weitermachen, aber jetzt ist die richtige. Jetzt geht's los. So, was mache ich? Euch stellen wir schon mal hier hin. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Vehicle reporting. Affirmative. Ready and waiting. Affirmative. Reporting. Affirmative. Ready and waiting. Roger. Ready. Moving out. Reporting. Affirmative. Reporting. Moving out. Reporting. Waiting. Moving out. Right away, sir. Reporting. Got it. Reporting. Yes, sir. Unit lost. Okay, das könnte doch funktionieren. Yes, sir. Moving out. Unit lost. Yes. Yes. Unit lost. Nein, akzeptiere ich nicht. Dieser eine Spacko da unten mit seinen Granaten. Acknowledged. You got it. Waiting to open up. Unit lost. Open up. Affirmative. Acknowledged. Unit lost. Yes, sir. Unit lost. Moving out. Yes, sir. Lost. Ready? Yes, sir. Ready and vehicle reporting. Lost. Moving out. Unit reporting. Unit moving out. Affirmative. Moving out. Moving out. Nur mal gucken. Es war klar, ne? Dass der kleine Dude hier am Ende bessere Chancen hat als ich. Your mission is a failure. Ach, oben der, das Boot kam wahrscheinlich und hat die Jungs erwischt. Die Engineers in dem Fall. Die werde ich jetzt erstmal woanders hinsetzen. Yes, sir. Acknowledged. Right away, sir. Roger. Reporting. Yes, sir. Yes, sir. Ready and wait. Not a problem. Roger. Lost. Warum sind die alle so furchtbar dumm? Warum habe ich die allerdümmsten Söldner?
Yes, sir. Moving out. Right away, moving sir. Out. Not a problem. Moving out. Affirmative. You've got it. You've got it. You are lost. Yes, sir. Moving right away, sir. Roger. Yes, sir. Reporting and waiting. You got it. Ready and waiting. Affirmative. Yes, sir. Moving out. Yes, sir. Roger. Yes, sir. Affirmative. You got it. Waiting. Unit yes, lost. Ready and waiting. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Unit out. Lost. Unit lost. Yes, reporting. Right away, sir. Reporting. Reporting. Coming out. Affirmative. Yes, sir. You've got it. Acknowledged. Yes, sir. Unit lost. Ey, der parkt auf meinen Leuten. Die sind so dumm, dass sie ihm unter die Ketten laufen, die Spackos. Yes, sir. Reporting. Yes. Roger. Reporting. Reporting, yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Ready and waiting. Unit lost. Na also. Yes, sir. Affirmative. Moving up. Yes, sir. Unit reporting. Unit moving out. Yes, sir. Moving up. Yes, sir. Unit. Yes, sir. Affirmative. Acknowledge. So, aus der Entfernung. Reporting. You got it. Unit reporting. Yes, sir. Roger. Oh, shit. Affirmative. Yes, sir. Right away, sir. Not a problem. Reporting. Yes, sir. Acknowledged. Moving out. Yes, right away, sir. Unit lost. Ready and wait. Got it. Vehicle reporting out. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Los, komm, mach, fahr rüber. Affirmative. Moving out. Unit lost. Moving out. Moving out. Okay, unit so. Hätten wir das jetzt also auch. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Yes, unit sir. Lost. Yes, sir. Unit reporting. Lost. Moving out. Affirmative. Moving out. Yes, sir. So, ich speichere mal hier. Ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich ich gerade bin, aber es ist ein Versuch wert. Unit ready lost. Das ist halt wieder so typisch, ne? Okay. Das geht yes, schnell. Moving out. Right away, sir. Moving out. Right. Right away, sir. Got it. Moving out. Unit lost. Shit. Yes, you got it. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Moving out. Affirmative. Affirmative. Moving out. Unit lost. Affirmative. Moving out. Scheiße. Affirmative. Acknowledged. Moving out. Affirmative. Moving out. Affirmative. Moving out. Moving out. Moving out.
Lost. Moving out. Affirmative. Acknowledged. Okay, da unten muss ich hin. Acknowledged. Affirmative. Oh. Oh. Ich muss ja einfach nur oben, ich muss das Ding hier wegkriegen, ne? Es ist so schwer. Es sollte nicht so schwer sein. Yes, sir. Moving out. Right away, sir. Roger. Moving out. Moving out. Ready and waiting. You got it. Roger. Reporting. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Affirmative. Waiting yes. Order. Affirmative. Moving out. Waiting order. Moving out. Reporting. Moving out. Reporting. Affirmative. Yes, sir. Moving out. So, jetzt habe ich sie doch eigentlich alle einigermaßen gut aufgestellt. Bitte. Ja, so, so können sie sich immer noch gegenseitig abballern. Yes, sir. Yes, yes, sir. So. Nee, du bist wieder zu gefährdet. Ja, das sieht doch ganz gut aus. So kann man euch mal lassen. Und dann machen wir mal einen Angriff. Ja, die Frage ist, ob ich einfach, ne, ob ich den Angriff einfach mal versuchen soll. Einfach durchfahren. Einfach straight durchfahren. Ich probier's mal. Moving out. Yes, sir. Moving out. Wait, wait, sir. Unit moving lost. Out. Roger. You've got it. Affirmative. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Moving out. Acknowledge. Unit lost. Yes, sir. Affirmative. Unit lost. Affirmative. Unit lost. Oh, okay. Die haben sogar unit noch überlebt. Unit lost. Affirmative, yes. Affirmative. Reporting. Reporting, you've got it. Unit lost. Roger. Affirmative. Reporting, yes, sir. Unit lost. Ready and wait. Ready, sir. Unit lost. Unit lost. Your mission is a failure. Weil ich die Falschen dahin geschickt habe, ne? Ich habe nicht mehr aufgepasst. Ich nehme an, ich habe meine Engineers einfach gerade verheizt. Ich glaube aber, dass die Theorie an sich, da kann man was draus machen, ne? Wenn man da... Ich glaube, wenn man den nimmt und lange noch wartet... Und sich ein bisschen durchkämpft nach rechts. Ich glaube, das ist möglich. Aber das Gebäude angreifen, das ist ein Fehler. Das macht nur Ärger. Und auch die Frage ist auch, wo greift man hier an? Ne? Und wie? Man darf ja auch nicht zu sehr einzeln angreifen. Man muss seine Einheiten ja schon zusammen haben. Yes, sir. Unit lost. Der Typ mit dem MG hat zwei meiner Einheiten, die großen Einheiten kaputt gemacht. Ist das noch fair? Ich behaupte nein. Moving out. Acknowledge. Moving out. Acknowledge. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Okay. Was kann ich anders machen? Moving out. Moving out. Affirmative. Komm, ich mach dich jetzt mal kaputt. Dann gibt's mal Ärger. Dann kommen die alle. Und währenddessen kann ich eventuell hier einfach was machen. Roger. Unit lost. Waiting orders. Yes, sir.
Affirmative. Yes, sir. Ready and waiting. Affirmative. Vehicle reporting out. Das ist vielleicht eine ganz gute Idee, einfach mit allen nach unten. Unit lost. We are going to have to act if we want to go forward. Jetzt habe ich eine Idee. Wir bleiben jetzt hier stehen und greifen natürlich auch an. Aber versperren auch gleichzeitig dem Sammler den Weg. Geht das überhaupt vielleicht gerade? Der kommt bestimmt hier unten lang. Ja, okay. Der hier, ne? Warum fährt er nicht hier hin? Hier ist doch Platz. Warum bleibt er hier stecken? Yes, sir. Okay, so. Hier habe ich jetzt endlich umgefahren. Jetzt habe ich hier ein bisschen... Ah, der wieder. Jetzt komm, fahrt alle dahin. Das gibt's nur in Command Conquer, ne? Dass die in so einer Situation vor der Brücke einfach stehen. Yes, sir. Lost. Vehicle reporting. Ready and waiting. Affirmative. Unit reporting. Affirmative. Moving out. Acknowledge. Eigentlich sollte man für Command Conquer einfach nur ein großes Stück Gewicht auf großen vier Rädern Moving haben, out. Dass man immer über alles drüber fahren kann. Das ist die einzige wirklich sinnvolle Waffe gegen Infanterie. Drüber fahren. Moving out. Yes, sir. Unit reporting. Yes, sir. You got it. Vehicle reporting. Yes, sir. Unit reporting. Ready and waiting. Affirmative. So. Okay, hier sind die. Reporting. Affirmative. Ready and waiting. Moving out. Vehicle reporting. 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 Affirmative. Lost. Weißt du, jetzt haben die mir halt echt wieder ein paar... Ach Mann, ey. Eine scheiß Einheit, nur weil ihr nicht eine Sekunde alleine kämpfen könnt. Moving out. Moving out. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Unit lost. Yes, sir. Okay, zwei Panzer und hier noch ein paar Einheiten. Ach, ob das reicht. Unit lost. Ja, jetzt habe ich mich schon wieder selbst in Brand gesetzt. Manchmal lässt sich das auch einfach nicht vermeiden. Unit lost.
unit lost. Moving out. Yes, sir. Yes, you got it. Affirmative. Yes, sir. Affirmative. Moving out. Unit lost. Yes, sir. Unit lost. Unit lost. Ey, so ein dreckiger Scheiß. Yes, sir. Weil du hier rumballerst. Du hättest doch längst dahin gehen sollen. Unit lost. Du sollst nichts anderes machen, als über diesen Soldaten hier rüberfahren. Oh. Your mission is a failure. Also ich sehe schon, wir werden heute Nachmittag nicht mehr After Dark sehen. Weil einfach keine Zeit mehr ist, weil wir so viel Zeit in dieses Spiel investieren werden, weil ich es will. Weil ich es besiegen will. Okay, machen wir das jetzt. Okay, das sind die zwei Panzer. So. Diesmal. Ja, okay, 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 okay. Hau doch ab. Yes, sir. Affirmative. Yes, sir. Yes, sir. Unit reporting. Affirmative. Reporting. Ready and waiting. Yes, sir. Yes, sir. Roger. Ready and waiting. Moving out. Moving out. Right away, sir. Unit lost. Reporting. Okay, den hätten wir auch. Reporting. Right away, sir. Yes, right away, sir. Affirmative. Reporting. Komm, euch kriegen wir auch noch klein. Okay, und dann kann ich mich nämlich langsam vorarbeiten. Funktioniert eigentlich ganz gut, habe ich gemerkt. Man muss halt schon ein bisschen was einstecken, aber dann geht's. So, perfekt geparkt. So, jetzt fahre ich auch nochmal hier durch, in der Hoffnung, dass das vielleicht reicht. Okay. Moving out.
Moving out. Unit lost. Open up. Affirmative. Open up. Unit lost. Okay, aber ich habe genug, das müsste klappen. Affirmative. Yes, you got it. Unit lost. Moving out. Warning. Affirmative. Moving out. Lost. Yes. Unit lost. Right away, sir. Reporting. Affirmative. Yes. Roger. Reporting. Affirmative. Yes. Affirmative. Reporting. GDI building. Ready and wait. Captured. Waiting order. Got it. New construction. Options. Building. GDI building. Captured. New construction. Options. Yes. On hold. Acknowledge. Cancel. Building. Affirmative. Yes, affirmative. Ah, das sieht gut aus. So, jetzt muss ich hiermit. Yes. Bitte noch die Zivilisten angreifen. Moving out. Moving welche, out. Welche, wo? Acknowledge. Acknowledge. Vielleicht hier oben drüber? Ja, hier. Acknowledge. Moving out. Our base is under attack. Yes, sir. Yes, sir. Right away, sir. Waiting orders. Moving out. On hold. Cancel. Building. Warning. Affirmative. Repairing. Unit lost. Unit lost. Okay, und hier ist irgendwas schief gelaufen. Du hast noch viel zu viele. Waiting order. Boah, das dauert ja ewig. Ach, okay. Ja gut. Yes. Dann zeig du doch mal, was du kannst. Yes. Ah, sehr gut. Repairing. Shit, du kannst yes. ja gar nichts. Yes. Schnell. Ja. Perfect. Komm, du hast ja noch zwei. Hau mal raus. Oh, es dauert ja alles ewig. Naja, jedenfalls muss ich dann hier hoch und muss die halt erledigen. Aber der hier hat einen Raketenwerfer. Wie scheiße ist das denn? Ich hab doch nur einen davon. Moving out. Yes. Our base is under attack. Okay. Kann ich den Flieger bauen? Kann ich nicht. Schade. Unit moving out. Moving out. Geh mal hier hin. Ah, okay, ist das Raketenboot. Gut. Oh, ich kann nur dahin, wo... Moving out. Oh, ich hoffe, dass er nicht jetzt in dem... Yes. Ja, das ist das Problem. Der eine hat hier doch seinen Raketenwerfer. Was mache ich denn mit dem? Acknowledge. Ja, toll. Das ist doch voll unfair, mir so eine Aufgabe zu geben, wenn ich doch, ich sollte schwächliche Zivilisten erledigen. Das ist meine Aufgabe. Dafür bin ich ausgebildet worden. Gut, sollte es jetzt immer noch nicht klappen, werde ich einfach nochmal neu starten und es nochmal richtig machen. Vielleicht schaffe ich ihn ja jetzt. Na toll. Unit lost. War's das? Ja. Okay, wir machen das nochmal richtig. Das ist doch länger als gedacht, der ganze Käse hier. Die machen es aber auch künstlich schwer, muss ich echt sagen. Yes.
So. Moving out. Dich machen wir kaputt. Yes, acknowledge. Und du moving out. Wirst hoffentlich nicht ins Kanonenboot fliegen, yes, sondern einfach diesen Typen erwischen. Jawohl. Geil, yes, hat doch geklappt. Das muss er nur noch nachladen. Und ich kann die alle nacheinander morning, langsam alle erwischen. Oh Gott, ey, eines, wirklich, Leute. Das dauert doch viel zu lang. Ich müsste, glaube ich, ich hätte eigentlich mir die Produktionsstätte hier holen können. Dann hätte ich nämlich noch mehr von den Plattformen bauen können, vielleicht. Dann hätte ich ein bisschen Geld gesammelt und hätte einfach ganz viele Orcas gebaut. Guckt euch das an, wie lang das dauert. Vielleicht kann ich ja auch einfach diese Buildings hier zerstören. Vielleicht reicht das ja schon. Ich meine, das sind ja auch wichtige Ölpumpen. Ne? Kann mir doch keiner erzählen, dass das nicht wichtig ist. Aber ich denke, die hier soll ich eigentlich. Ja, das ist, dauert auch zu lange. Jetzt stelle ich noch mal auf schnell, ne? Dass es ein bisschen schneller geht. Unit reporting. Yes. Unit acknowledged. Our base is under attack. So, hier wird jetzt gespeichert. Und dann machen wir einfach den Angriff. Yes. Nein, du hast noch mehr. Yes. Gott, dauert das lange jetzt. Dich mache ich jetzt, yes, mal auf die 1. Denn du bist meine Nummer 1. Yes, sir.
Construction complete. Yes, sir. Läuft doch. Jetzt habe ich endlich meinen Harvester. Jetzt kann ich zwar Kohle machen, aber ich habe ja leider immer noch keine, ich habe keine mobile Baustation. Dadurch kann ich außer den Panzern eigentlich nichts wirklich Sinnvolles bauen. Und selbst die brauche ich eigentlich nicht wirklich. Ich würde halt gerne die... Ich würde sehr gerne halt mehr Orcas bauen können. Aber das wird wohl ein Traum bleiben. Na toll. Dachte gerade, das war's. Naja. Boah, dauert das lange, ey. Ja, es wäre wahrscheinlich schneller gegangen, wenn ich es jetzt nochmal geladen hätte und mir das Baufahrzeug geholt hätte. Aber das müssen sie einem doch vorher auch sagen, finde ich. Kannst nicht einfach erwarten, dass er das weiß. Yes, sir. Wie die Mission am besten zu spielen ist. Acknowledge. So. Ah, ah, ah. Moving out. Affirmative. Yes, sir. Okay, jetzt aber. Affirmative. Nein! Moving out. Acknowledge. Moving out. Jabba kann das Boot gar nicht so viel machen. Yes, sir. Das finde ich gut. Building. Awaiting orbit. Acknowledge. Acknowledge. Komm, Platz ist in der kleinsten Hütte. Ey, Alter. Da wollte ich euch mit meinen frischen, produzierten Raketen beglücken. Ne? Und keiner von euch ist glücklich. Alle meckern, immer ist irgendwas. Oh, mein Dach ist weg. Oh, die Oma ist tot. Wollt ihr das alles aussieht wie auf dem Mond oder nicht? Das müsst ihr entscheiden. Shit. Silos needed. Moving out. Affirmative. Ja, weil ich so wenig Strom habe, kann ich natürlich auch schlecht produzieren. Deswegen gebe ich jetzt gerade Geld aus. Yes, sir. Yes, sir. Ah, ist ja nichts. Erik muss warten. Ach, bald haben wir es ja. Bald haben wir es. Habt ein wenig Geduld mit mir und dem Spiel. Moving out. Moving out. Affirmative. 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 Out. Yes. Acknowledge. Silos needed. Repairing. Repairing. Yes. Acknowledge. Oh, danke, lieber Not Gott. Endlich. Die haben wir geschafft. Das war es jetzt auch die letzte Mission, die wir heute hier machen. Wir gucken uns noch die Zwischensequenzen an, weil ich habe das Gefühl, jetzt müssen wir eigentlich mal was bekommen. Was richtig fein ist, wir haben uns hier echt Mühe gegeben. Jetzt will ich endlich mal mit Kane sprechen. Guck mal, ich habe euch fast komplett Afrika zurückgeholt. Ich Wüstenfuchs. Und was ist hier?
ein neutrales, ja, beides neutrale Territorien mit einem Hauch GDI. Zaire, nehmen wir das mal. So, das gucken wir uns noch an, aber spielen wir halt nicht mehr. Vielleicht das nächste Mal. Nod research indicates the following. Humans in GDI-friendly territories are suffering respiratory problems in significant numbers. Tiberium also has a profound negative impact on human immune and reproductive systems. Still unknown is the extent to which Tiberium affects human DNA. Nod analysts predict 3 out of 5 humans will suffer Tiberium-related illnesses within the next 3 years. End transmission. Stand by. Well done. You are truly becoming Kane's favorite. How would you like to ensure your place in the high- Geil. So, jetzt geht's nämlich los. Wir holen uns eine GDI-Basis zurück und da, ab da können wir auch richtig bauen. Ab jetzt wird anständig Command & Conquer gespielt, allerdings nicht mehr für euch heute Abend, heute Nachmittag, wann auch immer ihr es guckt. Denn ich habe jetzt genug, es ist hier auch echt schon spät, 3 Uhr oder so. Und es ist viel länger geworden, als ich gedacht habe. Aber es hat auch viel mehr Spaß gemacht, als ich dachte. Denn es ist einfach ein Klassiker. Auch wenn die Sachen natürlich nerven. Auch wenn ab und zu mal Missionen, sage ich mal, nicht optimal laufen. Oder man auch das Gefühl hat, da wird jetzt ein bisschen es schwerer gemacht, als eigentlich nötig. Wenn man auch manchmal kämpft mit der KI und so viele mehr. Es ist dafür halt einfach Command & Conquer. Und es hat die Zwischensequenzen. Es gibt eben dieses Feeling beim Anfang, bei der Geburt mehr oder weniger, ich weiß, Dune war früher, aber das war auch Westwood, bei der Geburt von Echtzeitstrategie dabei gewesen zu sein. Und wenn man nicht dabei war, kann man eben hier auch nochmal sich angucken, wie hochentwickelt eigentlich damals schon alles war. Trotz allem, ne? Seitdem ist nicht so viel passiert in dem Genre. Ja, und ich wünsche euch einfach jetzt noch einen schönen Abend, schönen Nachmittag, was auch immer kommt. Es wird toll. Ich weiß nicht, wie es aussieht. Ich nehme an, dass heute Abend auch dann noch After Darks laufen. Wahrscheinlich, wie heißt es? House of Horror, glaube ich. Ja. Und Thief Simulator. Genau, das habe ich auch noch eingespielt für euch. Vielleicht läuft es heute Abend, vielleicht demnächst. Ich sage jetzt erstmal danke für die lange Aufmerksamkeit und wünsche euch sehr viel Spaß mit diesem Spiel, wenn ihr es euch holt. Ansonsten wünsche ich euch natürlich wie immer eine schöne Woche und noch viel Spaß mit dem Rocket Beans Programm. Könnt auch gerne mal irgendwo einen Kommentar da lassen. Daumen nach oben. Wie fandet ihr damals Command & Conquer? Was hat das hier für euch bedeutet? Wie hätte ich die Mission anders angehen können? Das sind Dinge, die ihr für mich kommentieren könnt. Ihr könnt aber auch gerne dem Supporters Club beitreten. Wir sind schon bei 12.000 Mitgliedern, Tendenz steigend und wir brauchen jeden Mann und jede Frau. Insofern könnt ihr euch melden. Müsst ihr natürlich nicht, wir würden uns aber freuen. Ich sage jetzt Tschüss und werde hier alles auf Pause schalten bis zum nächsten Mal, wenn wir eventuell nochmal Command & Conquer ausprobieren. Und dann, ja, sehen wir uns wieder hier. Ich wünsche euch noch schönen Tag, schönen Abend, gute Nacht. Bis dann. Tschüss.